Ihr Lieben, ganz herzlich willkommen zu Lebe deine Träume, eurem Lieblingspodcast. Heute freue ich mich auf zwei ganz, ganz besondere Gäste, nämlich dem Heinz und den Ricardo Leppe. Herzlich willkommen. Servus Jürgen. Hallo, grüß euch. Schön, hier zu sein. Schön, dass ihr da seid. Heute geht es um einen Verein, der etwas mit Wissenschaft und Freiheit zu tun hat. Der heißt nämlich genau Wissenschaft Freiheit. Jetzt frage ich euch gleich, Ricardo oder Heinz, wer möchte zuerst? Warum gibt es diesen Verein? Was ist das eigentlich? Was heißt Wissenschaft Freiheit? Ist es ein Wortspiel? Heißt es Wissenschaft Freiheit oder ist es Wissenschaft Freiheit? Worum geht es da genau? Es ist eine gute Mischung aus dem Ganzen. Man muss, um etwas frei entscheiden zu können im Leben, meiner Meinung nach einfach verschiedene Perspektiven kennen. Das ist wie wenn ich mein Leben lang ein Auto gefahren bin und kenne kein zweites, dann sage ich natürlich, das ist das Beste und es gibt nichts anderes und das ist meine Welt. Aber man soll sich einfach verschiedene Perspektiven dazu anschauen. Und das ist ja auch die Überschrift auf der Homepage, wenn man sich das dann anschaut, ist ja frei entscheiden, frei denken und dann frei danach handeln können für eine bessere Zukunft. Und man soll alles, auch hier mit Herz und mit Verstand einfach überprüfen. Immer selber entscheiden dann dazu. Und jetzt geht es einfach dann darum, wie bringe ich dieses Wissen zu den Menschen, ja, und ich habe mich einfach sehr viel mit verschiedenen Dingen beschäftigt und habe das Glück gehabt, genug Zeit dafür zu haben, und es geht einfach darum, eine Plattform zu schaffen, wenn du sagst, du hast ein gesundheitliches Thema. Dann weißt du, okay, du kannst dorthin gehen und sagen, okay, aha, da gibt es verschiedene Möglichkeiten und sollst dir selber aussuchen, was gefällt da nicht. Da wird es ganz klar erklärt werden, ganz einfach. Ich mache meine private Erklärung dazu, immer mit privaten Erfahrungen dazu, und man soll immer frei entscheiden können. Das wird es in allen lebensrelevanten Bereichen spielen, also ob das jetzt Bildung ist. Und da haben wir uns ja auch teilweise kennengelernt, also als Gedächtnistrainer, wo ich ja viel in den Schulen unterwegs bin, wo auch viele gesagt haben, das Schulsystem, nein, das ist so, wie es ist, und da gibt es keine Alternative, und da kann man nicht besser lernen, da kann man nicht anders lernen, und da kommen wir dann später in der Geschichte dann dazu, also ich bin ja teilweise nur eine halbe Stunde pro Woche unterrichtet worden, und das hat genauso funktioniert, wenn nicht sogar besser teilweise. Eine halbe Stunde pro Woche, ne? Das müssen wir uns aber, glaube ich, ein bisschen genauer anschauen. Genau. Das ist ja für viele unglaublich. Ich weiß, wir haben ja schon viel im Vorfeld gesprochen. Genau. Ja. Und ich freue mich darauf, dass wir diese Themen auch wirklich unseren Zuschauern, unseren Zuhörern näher bringen können. Ist ja fast unglaublich, eine halbe Stunde pro Woche. Aber wir werden ein bisschen später darauf zurückkommen. Oder? Genau. Aber es ist ja nur ein kleiner Part dabei. Ne? Mhm. Und wichtig ist ja einfach, ich glaube, dass das Leben so viel besser, so viel schöner sein könnte, wenn man gewisse Dinge, ich sage einmal, jedem zur Verfügung stellt. Und ich glaube einfach nicht, dass das Lebenssinn ist, und ich glaube, du glaubst das auch nicht, irgendwo bis 18 oder 20 in eine Schule zu gehen, was manche ein bisschen nervt, wie du vielleicht kennst, ja? Oh, ja, genau. Ich würde jetzt eventuell fragen, ob es da vielleicht zwei oder drei draußen gibt. Ich habe ein paar zigtausend Kinder vor mir gehabt, ein bisschen Schüler vor mir gehabt, und die sind da ziemlich einer Meinung. Und da heißt dann immer oft, ja, warum lernt man dort nichts fürs Leben, warum lernt man nichts über Gesundheit, über Bildung im Allgemeinen, über natürliches Hausbauen, über selber, wie esse ich gewisse Dinge, wann esse ich gewisse Dinge, oder warum lerne ich nicht übers Finanzen, oder wie ich mit anderen Menschen, wie ich mit mir selber auch umgehe, warum lernt man das alles nicht in der Schule? Also so lebensnahe Themen in Wirklichkeit. Eine Lebensschule in Wirklichkeit. Okay. Ja, es wäre die Möglichkeit wäre ja da. Und das ist in so vielen verschiedenen anderen Lebensbereichen ja auch so. Die Möglichkeiten sind ja da. Wenn du mir sagst, du willst morgen 2,80 Meter groß werden, sage ich, keine Ahnung. Aber wenn du sagst, du willst ein besseres Bildungssystem haben oder du willst gesundheitlich, dass man was macht, sage ich, da gibt es echt gute Dinge. Und jetzt gehen die meisten bis zum 20. Lebensjahr in die Schule, dann 45 Jahre arbeiten. Und jetzt sagen wir uns ganz ehrlich, die meisten nicht in einer Arbeit, die sie glücklich macht. Mhm. Ich habe das Glück, dass ich als Zauberer, also ich mit 18 Jahren angefangen zum Zaubern, das liebe ich heiß, und du liebst deinen Job genauso heiß, aber schau dir an, wie viele gibt's, die mögen ja, das nicht. Ja, unglaublich viele, ja. Versauern dann, werden dann dort krank, sind dann irgendwann mit Mitte, Anfang 60, schleppen sie sich in die Pension, Körper halb kaputt, und das soll es dann gewesen sein. Genau, das und ist definitiv nicht Lebe deine Träume. Das ist nicht Lebe anders, deine Träume, und alle sagen immer, Lebe deine Albträume vielleicht. Ja, Lebe deine Albträume. Und dann sagen sie, ja, aber das ist halt so. Mm. Ich sage, wer sagt, dass das so ist? Wer sagt, dass wir nicht in Liebe und in Freiheit und in Glück und so leben können? Und wenn man einen Vater fragt, was möchtest du deinem Kind oder was wünschst du deinem Kind, sagt er, ja, das soll in Gesundheit und in Liebe und in Freiheit leben. Und dann sagt er, ja, aber du presst das in die gleichen Systeme, die es bei den meisten anderen schon genau nicht gemacht haben. So, wie soll da was anders rauskommen? Das heißt, wir müssen einfach damit andere Wege gehen. Das heißt, beleuchten, wo sind wir jetzt? Mhm. Wo könnten wir sein? Und wie geht der Weg dorthin? Und diese Möglichkeiten gibt es einfach. Und es kann mir, wie gesagt, einfach keiner erzählen, dass das so ist. Manche sagen, ja, aber das ist eine Utopie, dass allen so gut ginge. Sag ich, wer sagt das? Ich weiß nur, es ist jetzt nicht so. Das sind wir, glaube ich, überein. Ja?
Die einen sterben an Überfressung, die anderen haben nichts zum Fressen. Ja? Genau. Die anderen haben so viel Geld, dass sie nicht wissen, wohin damit, und die anderen kämpfen ihr Leben lang, dass sie sich überhaupt was leisten können. Und in vielen anderen Bereichen ist ja auch so. Und das, glaube ich, müsste nicht sein. Und es gibt Möglichkeiten dorthin. Es wird immer gesagt, ja, das ist Utopie. Ich sage, nein, das geht. Und es gibt wirklich tolle Wege in diese Richtung. Und die möchte ich einfach aufzeigen. Trotz, so wie manche dann sagen, ja, woher sollst denn du das wissen? Oder heißt es dann, ja, das ist doch irgendwie nur Theorie. Sage ich, nein, ich habe das selber gelebt. Den größten Teil davon habe ich gelebt. Und dann kriege ich immer die Frage, warum gehst denn du so gegen das System, Ricardo? Ui. Ja, ja. Und ich sage, ich habe nichts gegen ein System. Überhaupt nichts. Aber ich habe etwas dagegen, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich angelogen werde. Ja, und das, ja, das Zauberer lüge ich eine Stunde durch auf der Bühne, das gebe ich zu, aber da außerhalb dann versuche ich es nicht. Da haben wir es, gell? Ja, genau. Dort ist es gewollt, dass man jemanden anlügt. Dort bezahlt man dich dafür. Ja. Genau, da werde ich bezahlt dafür. Aber damit weiß ich auch sehr gut, wie schaue ich hinter eine Kulisse? Wie erkenne ich so quasi einen Schmäh, einen Trick dahinter? Oder wo wird wo was abgelenkt? Und dann schaue ich einfach gern in Dinge hinein. Das war in der Schule dann schon, in der Zeit, wo ich gegangen bin, hat mir ein Geschichtelehrer dann erzählt, wie das ist unter den Inkas oder wie das damals dann war. Und ich habe gesagt, du, ich habe 3 Jahre dort gewohnt. Das ist nicht so. Oder jetzt nehmen wir noch. Kommt nicht so gut, ne? Nein, kommt nicht so gut. War dort, ne? Und ein anderes Beispiel, das haben wir dann in Physik gelernt, ja, die Sonne ist so ein Fixstern und da rundum und um kreisen die Planeten. So. Ja. Denke mal, ich habe gelernt, wir sind in einer Milchstraße. Das ganze Ding dreht sich richtig schnell, wir sind in einem Arm davon. Wie soll dann die Sonne stillstehen und die Planeten kreisen um und um? Das muss wie so ein Vortex sein, der nachgezogen wird. Und das habe ich dann auch ganz klar zeigen können. Ja, aber sag ich, warum wird uns das dann nicht richtig gesagt, wenn es eh unter Anführungszeichen so offensichtlich ist? Also ich nehme an, du warst richtig beliebt in der Schule, wenn du solche Fragen gestellt hast. Naja, wenn mir einer erklären kann, warum es so ist, ja, habe ich nichts dagegen. Aber wenn ich drauf komme, dass ich angelogen werde, und das bin ich in vielen Dingen drauf gekommen, und ich finde vielleicht auch noch eine bessere Alternative, na, dann stehe ich doch dafür ein. Das möchte man, glaube ich, in dem herkömmlichen Schulsystem nicht so gern haben. Ne? So, dass der Stoff hinterfragt wird und warum das so ist und dass es nicht so ist, wie das in den Lehrbüchern steht. Ui. Das heißt, du hattest das wahrscheinlich nicht ganz so einfach in der Schule, nehme ich mal an. Oder wie war das bei dir in der Schule? Doch, weil ich sehr, sehr einfach gelernt habe. Okay. Deswegen auch das Gedächtnistraining, das daraus entstanden ist. Und ich bin ganz anders aufgewachsen. Aber bevor die Geschichte überhaupt irgendeinen Sinn macht, was ich da jetzt erzähle, glaube ich, gehen wir mal zu demjenigen, der die Geschichte gestartet hat, so 1-2 Jahre vor mir. Papas Lebensgeschichte. Papa. Ich glaube, da macht einfach meine viel mehr Sinn. Also machen wir mal da einen Flug zum Papa aus seiner Geschichte und dann gehen wir da bei mir weiter. Okay, back to the roots. Genau. Back to the roots. Ja, bei mir war das als Kind schon sehr stark, dass ich gemerkt habe, das, was mir gesagt wurde und das, was ich erlebt habe, 2 verschiedene Dinge waren. Und wenn ich dann nachgefragt habe, habe ich speziell von meinem Vater immer die Antwort bekommen, wenn er sie nicht gewusst hat, das ist aus Prinzip so. Ne? Und damit habe ich nicht viel anfangen können und bin sozial ziemlich angestanden in meiner Jugend, bis wir Gott sei Dank eine Nachbarin hatten, eine Malerin und Bildhauerin, die als verrückt erklärt wurde, weil sie Totenbilder gemalt hat von Menschen 14 Tage bevor sie gestorben sind. Die Sache war nur die, dass die dann wirklich nach 14 Tagen gestorben sind und das hat mich sehr fasziniert als Kind schon und war ständig bei dieser sogenannten Verrückten, bin damals schon angegriffen worden, aber diese Frau hat in einer anderen Wirklichkeit gelebt und hat mich sehr fasziniert. Ne? Dann in der Schule habe ich das Ähnliche erlebt, ne? Das alles, was man da lernt und so weiter, das kann man nicht brauchen. Mein Traumberuf war eigentlich immer Maler. Ich habe schon als Kind diese alten Meister, Raphael, Michelangelo, Rembrandt, fasziniert. Bin dann voller Erwartung in die höhere technische Bundeslehranstalt für Malerei in Graz gegangen und musste nach 3 Jahren feststellen, nichts, von dem ich geträumt habe, lernt man dort. Ne? Bin dann enttäuscht rausgegangen. Bin in einer Gärtnerei aufgewachsen, habe dann Gärtner gelernt. Mehr meinem Vater zuliebe, wobei es war sicher nicht so schlecht, aber was ich dort gelernt habe, war Pflanzen zu vergiften. Und das hat mich sehr frustriert, weil ich immer ein Gespür gehabt habe, dass das nicht so sein kann. Aber mein Vater hat einen natürlichen, normalen
geschäftlichen Betrieb gehabt und ist diese Richtung gefahren und es hat nicht lange gedauert, haben sich unsere Wege getrennt. Okay. Wie alt warst du damals? Also 18, 19. Mit 18, okay. Ja, 18, 19. Ich habe in einem Jahr die ganze Gärtnerlehre durchgemacht, weil wir als Gärtnersohn 2 Jahre zu Hause angerechnet wurden und weil ich ja mit der Materie aufgewachsen bin, ist es sehr schnell gegangen. Bin dann weg und habe dann einen sehr ungesunden Beruf ausgeübt, wo wenig Bewegung, Nachtarbeit, schlechte Luft und so weiter, und es hat nicht lange gedauert, bin ich krank geworden, habe Schuppenflechte bekommen und habe mich dann in ärztliche Behandlung gegeben und habe dort 2 Jahre eine Tortur erlebt. Also die haben alles Mögliche mit mir gemacht, sie haben mir Hormone gespritzt, sie haben mich verschiedene Mittel schlucken lassen und eines Tages haben sie mir dann so eine Hautcreme gegeben, habe ich mich eingeschmiert, damit am nächsten Tag hat mir die Haut von den Fingerspitzen, wo ich mich eingerieben habe, gefehlt. Die war weg. So aggressiv war das Zeug. Okay. Und ich war sehr frustriert, weil ich nicht verstanden habe, die Zusammenhänge, was da passiert, habe gemerkt, ich bekomme nicht wirklich eine Hilfe und habe dann zu suchen angefangen und habe dann durch Zufall in so einem Naturkostladen eine Kassette gehört von einem Art japanischen Mönch, der die Welt ganz anders sieht. Und das hat mich so fasziniert, habe damals meinen Job gekündigt, gerade ein Haus gekauft gehabt, der Tischler hat an dem Tag angerufen, die Küche ist fertig, habe ich gesagt, er soll er sich behalten, die kann er sich behalten, hat er mir die ganzen Geräte, Storno, weggenommen und gesagt, okay, ne? Und bin rüber nach Japan in einen buddhistischen Bergtempel. Okay. Der nur, also waren keine Buddhisten, sondern der wurde gemietet von diesem Lehrer, um dort Trainings zu machen und über das Leben zu referieren, so wie er das eben sieht. Ne? Wie alt warst du damals? Damals war ich 21. 21, okay. Ja. Und der hat gesagt, Schuppenflechte, ja, erstens, zweitens, drittens, in 14 Tagen ist das weg. Ne? Wow. Ich dachte, super, natürlich, die Lebensweise dort war genauso, wie er gesagt hat, und wirklich nach 14 Tagen war das weg. Okay. 14 Tage war das weg und das hat mich damals sehr fasziniert. Ich bin damals da 2 Monate drin geblieben, also wir haben 2 Monate Training dort gehabt und bin in eine vollkommen andere Realität getaucht. Habe gemerkt, die sogenannte österreichische Realität, die mir vermittelt wurde, war etwas vollkommen Ausgedachtes, was nicht sein muss. Und habe erlebt, dass diese andere Realität von diesem Herrn da so viel besser wirkt, aber vollkommen entgegengesetzt dem ist, was da draußen so unterrichtet und vermittelt wird. Ne? Kannst du uns ein Beispiel nennen, was zum Beispiel so ganz anders war? Zum Beispiel die Ernährungsweise. Ne? Okay. Ich habe als Kind sehr gerne Schokolade gegessen und habe meine Zähne dementsprechend viel ruiniert dabei und habe aber immer das Gefühl gehabt, das ist nicht gesund und habe öfters nachgefragt bei meinen Eltern und ich habe auch so eine Doku damals gesehen im Fernsehen, damals noch in Schwarz-Weiß, da wurde gepriesen, dass das sehr gesund ist. Ich habe es aber nicht geglaubt. Ich habe gesagt, das kann nicht stimmen, ne? Das schmeckt so gut, das kann nicht gesund sein. Ne? Und dort habe ich eine ganz andere Ernährungsweise kennengelernt, eine rein vegane, was mir irrsinnig gut gefallen hat, weil man nicht mehr so müde war hinten nach und die Vergärung von pflanzlichen Lebensmitteln riecht nicht so stark wie die von tierischen und mein Schweiß hat nicht mehr so gerochen, meine Ausscheidungen hat nicht mehr so gerochen. Als Kind hat mir immer gegraut davor, wenn ich auf der Toilette war, da habe ich auf 3-4 Tage nichts gegessen, weil ich nicht auf der Toilette wieder stinken wollte. Und nach dieser Ernährung war das auf einmal weg und ich konnte ohne Tierleid auch mich ernähren und leben. Hat mir sehr gut gefallen, weil ich als Kind mal so ein Schockerlebnis gehabt habe. Meine Eltern im Betrieb, wir hatten noch Schweine und
die wurden selber abgestochen. Mhm. Und ich habe einmal so als kleiner Junge, weiß nicht, zwischen 3 und 5 Jahre hinter der Hausecke geschaut, wie mein Opa, mein Vater das macht. Und die haben dieser Sau ein Messer in den Hals gerammt, die hat sich frei gemacht und ist dann schreiend, blutüberströmt, mit dem Messer im Hals durch den Garten gelaufen. Und dann habe ich gesehen, wie meine Mutter die Blutwurst macht, und damit war für mich dieses tierische Essen, obwohl ich dann wieder gern Schnitzel gegessen habe, nie Blutwurst, trotzdem irgendetwas, wo ich gedacht habe, das stimmt nicht. Ne? Ja, das Kind muss das ja ganz arg sein. Ich erinnere mich da auch an eine Geschichte, wir hatten Hasen damals, wir konnten mit denen spielen, und plötzlich waren ein paar Hasen nicht mehr da. Ne? Und ich habe instinktiv gewusst, das, was ich da esse, das ist jetzt der Hase. Ne? Und ich wurde damals gezwungen auch, furchtbar. Also für mich war das Gefühl. Es ist ja ein reines Dogma, das von außen kommt, weil wenn das so natürlich wäre, dann würde ein kleines Baby diesen Killerinstinkt ja haben, so wie ein Raubtier den ja hat und auf das Kind drauf geht. Aber das kleine Kind, das weint, wenn das Küken stirbt oder was hat, oder die Katze. Der Rest wird anerzogen. Das ist absolut anerzogen, dass Fleisch gut ist zum Beispiel, dass man das braucht zum Krächte werden und so. Ne? Genau. Also meine Oma hat immer gesagt, du musst Fleisch essen, ne? Dass du wachst und dass du kräftig bist. War scheinbar in der Kriegszeit damals eine Überlebensstrategie. Ne? Ja. Weil da gab es wahrscheinlich auch nichts anderes. Oder war man froh, dass man irgendwie ein Tier hatte, irgendwas, was man essen konnte. Ne? Die Hasengeschichte habe ich übrigens geteilt mit dir. Ne? Die hatte ich auch. Ne? Wahnsinn. Auf jeden Fall habe ich dann erlebt, dass es ein ganz anderes Körpergefühl gibt. Mhm. Vom Geruchlichen her, vom Fühlen her, von der Klarheit im Gehirn. Mhm. Ich habe dann erlebt, wenn man die andere Lebensmittel wieder probiert hat, da hatte ich so ein Gefühl, als würde mir jemand mehr Schaumstoff ins Hirn spritzen. So dumpf ist es geworden. Ne? Mhm. Vielleicht das Beispiel, wo der fahrende Händler mit den Nudeln vorbeikommen ist, das finde ich einfach gut dazu. Was geheißen hat, ihr habt alle meditieren müssen den ganzen Tag und das ist ruhig gegangen, und dann hat es geheißen, okay, da kommt jemand mit fettigen Nudeln und mit normalem Essen daher. Und war ähnlich. Ne? Und dann war es auf einmal meditieren ein Problem, weil man immer ruhig sitzen hat können, wenn man mal merkt, wie Lebensmittel dann reagieren. Die zweite Sache, die wir dort dann anders gelebt haben, war natürlich lernen, mit sich selbst zurechtzukommen, einmal tief in sich hineinzuschauen, in Form von Meditation. Das heißt, im Großen und Ganzen den ganzen Tag im Lotussitz ganz ruhig sitzen, ohne Bewegung und nur ruhig atmen. Und wenn alles nach außen die Bewegung aufhört, dann kommt man erst nach innen und lernt diese innere Bewegung kennen, die man hat. Und was man da erlebt, das war für mich ein Schockerlebnis. Ich war so geschockt von mir selbst, ich konnte 14 Tage kein Wort rausbringen, weil ich ein vollkommen falsches Bild von mir hatte, weil wenn man ständig in Action und Bewegung ist, man sich selbst nicht sieht. So wie man einen See, der im Sturm ist, nicht auf den Grund sieht, erst wenn er ruhig ist, wenn Wind still ist, so ist es auch bei uns Menschen. Das war eine Reise zu mir selbst über diese verschiedenen buddhistischen, taoistischen Trainingsmethoden. Das ist ein schönes Bild. Ne? Dieser Mann hat auch sogenannte taoistische Trainingsmethoden gehabt, wo eine Körperstellung zu einem Charakterzustand gehört. Und wenn ich diesen einen Charakterzustand ausgeglichen in mir habe, dann macht mir diese Position nichts aus. Mhm. Und wenn das dem nicht so ist, dann habe ich in dieser Position riesige Probleme. Und in diesem Training, bin ich auch in einer Körperposition, darf mich nicht bewegen, und das auch oft für Stunden. Ja. Da geht man durch innere Reisen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich habe nach diesen 2 Monate, habe ich ein Jahr gebraucht, um das halbwegs zu verdauen und zu verstehen, was in diesen 2 Monaten passiert ist. Mhm. Und ich kann mich gut erinnern, das war sehr heiß dort, das war im Sommer dort, und dieser sogenannte Sendo war ein Raum, wo ich weiß nicht, wie viele Leute wir damals waren, so an die 40, 50, in Ruhe meditieren. Dann kommen noch ein paar Gelsen, in Japan sind die doppelt so groß wie bei uns, und ein paar diese Bränder, wie wir sagen, ne? die setzen sich auf die Nase und saugen da, man darf sich nicht bewegen. Es war sehr heiß drinnen,
teilweise stickige Luft und die Beine haben wehgetan, der Rücken hat wehgetan und es war wirklich fast nicht mehr zum Aushalten. Man hat richtig gemerkt, dass die Leute so kämpfen, dass die an einem gewissen Zenit waren. Okay. Und der Lehrer hat dann gesagt, so, und jetzt machen wir eine kleine Lockerungsübung und wir stellen uns hin und dann machen wir den Hampelmann so und dann sagen wir laut, das Leben ist so schön. Ne? Und nach dieser Situation war das so absurd. Ich konnte keinen Hampelmann machen, ich bin dort nur gestanden und mir sind die Tränen runtergekollert. Mhm. Und der Lehrer ist zu mir gekommen und hat gesagt, mir geht heute noch der Schauer drüber, hat gesagt, du wirst dich zurückerinnern, dass in diesem Moment dein wahres Leben beginnt. Wow. Ich habe gedacht damals, wenn du wüsstest, wie scheiße ich drauf bin. Und ich muss heute, also es hat eine Zeit lang gedauert, es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich diesen Satz verstanden habe. Ne? Okay. Aber ich habe dort gelernt, erst wenn man sich selbst kennenlernt, wenn man Selbstverantwortung übernimmt, wenn man sich kennenlernt, auch als Teil einer Natur, mit deren Gesetzen, wenn man verstehen lernt, wo kann ich für mich alleine als Individuum handeln, und wo bin ich Teil des Ganzen und muss mich unterordnen? Wo muss ich Systeme befolgen, weil ich sonst gegen mein eigenes System gehe? Dass dann das Leben beginnt. Und ich habe gelernt, dass in meinem sozialen Umfeld in Österreich genau das Gegenteil gelehrt wurde, als was ich dort gelernt habe. Das ist ja spannend. Das heißt Japan, ungefähr mit 21. Ne? Wir haben dann gehört, genau. ihr wart aber in Peru. Da waren noch ein paar Reisen dazwischen. Gibt es noch was? Okay, von dem weiß ich noch nichts. Ja, na, ja. Mag okay. nichts. Es war dann eben, mich hat dann, ich habe einen anderen Zugang zum Leben bekommen. Dieser Lehrer hat leider, ich konnte nur 2-3 Jahre mit ihm das Leben teilen, dann ist er leider verstorben. Okay. Aber ich bin dann sehr viel durch die Welt gereist, habe verschiedene Völker kennengelernt und Indien mit dem Pferd durchquert, von Süden bis in den Norden, wow. 10 Monate lang, 4.500 Kilometer. Und, da gab es Ricardo aber noch nicht, das war alles. Da gab es Ricardo noch nicht. Okay. Und solche Dinge. Und habe, wie gesagt, das Leben einfach genossen, habe andere Kulturen, andere Denkweisen, andere Lebensweisen kennengelernt und habe einfach weiter geforscht, wie kann Leben sein, und vor allem habe ich einen Platz im Leben gesucht, wo ich mir vorstellen konnte, dass ich mit einer Familie in einer gesunden Umwelt mit offenen, freundlichen Menschen leben kann. Musste dann erleben, dass diese Welt zwar wunderschön ist, aber dass anscheinend in jedem Land ein anderer Wahnsinn gelernt wird. Okay. Und dort hat das nicht gestimmt, dort hat das nicht gestimmt. Und irgendwann bin ich dann nach Österreich zurückgekommen, weil ich festgestellt habe, dass wenn diese anderen Rassen, das sind andere Menschenrassen, ne, die sind so auch Menschen wie wir. Und mit denen kann man sich gut unterhalten und man kann dort die Länder bereisen und ein gutes Leben führen und ein sehr interessantes Abenteuer erleben. Aber wenn es darum geht, sich von einer sehr entfernten Kultur sich wirklich sozial zu integrieren, habe ich gemerkt, das geht sehr schwer. Aha. Und habe mich damals auseinandergesetzt mit den vedischen Lehren, 5000 Jahre alte Schriften, wo man noch Fundamente, Entstehungsweise verschiedener Kulturen und Rassen kennenlernt, und habe eben dort festgestellt, dass diese Entstehung der Kultur, die Entwicklungszeit und Geschichte einer Kultur, auch die innere Reise von diesen Menschen eine ganz andere ist, zum Beispiel von einem Indianer oder von einem Inder oder von einem Japaner oder Chinesen, wie von einem Europäer. Und es ist sehr gut, wenn man diese Kulturen kennenlernt und sich austauscht, aber eine direkte Integration und eine Vermischung, habe ich festgestellt, ist sehr schwierig. Okay. Ich war dann nochmals in Japan drüben und habe unter anderem mich interessiert über die natürliche Lebensmittelherstellung von pflanzlichen Produkten, Fermentationen. Und habe in Indien meine Frau kennengelernt und ihre Eltern haben in Wiener Neustadt in Österreich einen
Verein aufgebaut, einen sogenannten, damals hat das geheißen Makrobiotik, ist auch eine japanische pflanzliche Lebensweise, und haben damit auch sehr starke gesundheitliche Erfolge gehabt, und meine Schwiegermutter hat sich da sehr engagiert dabei, und mein Schwiegervater hat finanziert eine kleine Produktion, also da waren drei Herren, ein Produzent, ein Verkäufer und ein Entwickler, und haben dort eine kleine Produktion aufgebaut. Und ich bin damals von Indien zurückgekommen und irgendwie bin ich dann in diese Produktion hineingewachsen. Die drei Herren, die haben sich nicht so ganz gut verstanden, und bin dann auf einmal, haben wir die erste Misurei geleitet, die es in Europa gibt, und dann bin Firmenchef praktisch geworden, habe mich damit auseinandergesetzt, habe geheiratet und die ersten zwei Kinder sind gekommen, zwei Söhne, und habe festgestellt, dieses Geschäftssystem in Österreich ist so kompliziert, dass ich weder Miso produzieren konnte, noch für meine Kinderzeit hatte, sondern nur hinter dem Computer sitze mit Lohnsteuerverrechnung und Gesetzen hin und Gesetzen her. Ich hatte die Firma, wir haben also fernöstlich fermentierte Lebensmittel produziert und wurde aber kontrolliert von österreichischen Lebensmittelprüfern, die keine Ahnung gehabt haben davon. Damals ist auch aufgekommen, dass die Kuhmilch nicht so gut ist, und habe damals importiert noch Sojamilch, und war geschäftlich recht guter Erfolg. Da hat die Milchindustrie überhaupt keine Freude damit gehabt und hat angefangen, mich mit Anzeigen zu überhäufen und mich einfach zu stören. Und habe gemerkt, du bist beschäftigt, wirst gemolken, und habe zwei Kinder und eine Familie, und da geht keine Balance. Ne? Erklär noch mal vielleicht den Begriff Mieserei. Miso? Miso ist ein altes, traditionelles, japanisches Lebensmittel. Okay. Das sind an und für sich fermentierte Sojabohnen mit irgendeinem Getreide, Gerste, Reis, was immer, und einem Pilz, Aspergillus oreacei. Die Sojabohnen oder das Getreide, je nachdem, werden mit diesem Pilz geimpft. Und dann wird dieses geimpfte Getreide, die Sojabohnen, Meersalz in riesige Fässer gepackt, mit Steinen beschwert, und dann fermentiert es. Nach ein, zwei Jahren entstehen alle 21 essentiellen Aminosäuren. Es ist hunderte Jahre haltbar, ohne Kühlung, ohne irgendetwas. Und im alten Japan, wenn man gefragt hat, wie geht's dir, und es ging einem gut oder sehr gut, hat man gesagt, das Antwort, ich habe noch Miso zu Hause. Das heißt, wenn man jetzt so ein Fass Miso zu Hause hat, und man hatte ein Stück Garten mit ein paar Wildkräutern, dann konnte man mit dieser Miso-Suppe und ein paar Wildkräutern überleben. Ohne Strom, ohne irgendetwas konnte man so überleben. Und das war so eine Grundgarantie. Und deswegen hat man gesagt, wenn es mir gut geht, ich habe noch Miso zu Hause, weil dann kann nichts passieren. Ne? Das ist ja interessant. Ja? Das heißt, das Miso oder Soja, ist es fermentierte Soja, wenn ich das richtig verstanden habe? Fermentierte Sojabohnen, es gibt reine Soja-Miso oder auch mit verschiedenen Getreidesorten. Okay. Es gibt sogar verschiedene Gemüsepickles in Miso eingepickelt, und die Japaner, das traditionelle Japan, also nicht das jetzt von Amerika kaputt gemacht ist, so wie ich das sehe, hatte wirklich eine sehr gute, weiße, starke Kultur, die mich sehr fasziniert hat, hat mich sehr auseinandergesetzt damit. Wobei man muss sagen, das Miso hat nichts mit dem Miso zu tun, was man jetzt bei uns beim Asiaten in der Miso-Suppe kriegt. Also wenn man mal richtiges Miso gekostet hat, das ist wie ein Mango, den man hier kauft, oder ein Mango, den man irgendwo in der Karibik oder in Thailand einmal so richtig vom Baum runtermampft. Das ist richtig, okay. Also es ist ein Riesenunterschied, das muss ich dazu sagen. Ja. Interessant, genau. Ich kenne auch nur die Miso-Suppe quasi. Vom Asiaten. Wir können es dir mal anders geben, du bist halt ein... Da bin ich sehr gespannt. Ja. Es gibt den einen oder anderen Unterschied dabei. Ja. Jedenfalls, worunter ich schon gelitten habe als Junge, dass eigentlich mein Vater nie Zeit hatte für mich, dass da nie ein direkter Austausch war, weil er auch eine Firma geleitet hat und eigentlich nur unter Stress war, habe ich gedacht, das passiert mir jetzt auch. Und für mich waren aber meine Kinder ein sehr wesentliches Thema.
und habe mir überlegt, was ich da machen soll und habe einen Geschäftsführer gesucht für die Firma. Hat ein Jahr gedauert und habe unsere Wohnung vermietet und bin mit der Familie übersiedelt in die Anden nach Peru, ins heilige Tal der Inkas auf 3000 Meter, 5 Kilometer direkt von so einem Indianerdorf namens Urubamba zwischen Cusco und Machu Picchu. Einfach mal so dahin, ne? Also ich hatte meine ganze Verwandtschaft und alle Freunde gesagt, ich bin wahnsinnig. Sie sind verrückt worden, genau. Verrückt worden, aber sie wussten ja schon, dass ich ein Verrückter bin. Mein ganzes Leben lang habe ich eben, wenn ich mir was eingebildet habe, habe ich das gemacht. Ich wollte es mir anschauen, wurde dafür beschimpft, verspottet und alles Mögliche, aber auch im hinten hinein bewundert. Der Klassiker, ne? Zuerst beschimpft. Genau, in der Gruppe, ne? Ja, damit man sich selbst nicht konfrontieren muss mit dem eigenen Leben. Ne? Aber dann, wenn man alleine dann so war und man, der hat mitgekriegt, wie es mir geht, wie es ihm geht, nach ein paar Jahrzehnten, Freunde, wie man uns gekannt hat, sagte, eigentlich wollte ich auch schon immer und so weiter und ist ja gar nicht so schlecht, aber so hinter der vorgehaltenen Hand. Ne? Verrückt. Und mir ist einmal passiert, dass ich wurde eingeladen, wie ich gerade vom Ausland zurückkam, zu einem Klassentreffen, 25 Jahre Abschlussklasse Gärtnerlehre dort. Und bin ich hingegangen, die ganzen ehemaligen Kollegen getroffen und dann haben wir so ein Mikrofon bekommen, um diese 25 Jahre jeder zu schildern. Ne? Mhm. Und es war so, dass eigentlich in 2 Minuten waren die alle durch. Ja, Gärtner gelernt, diesen Job, geheiratet, 3 Kinder, juhu, ja bin ich. Ne? Okay. Und dann ist das Mikro zu mir gekommen und ich habe gesagt, ja, Gärtner gelernt, 3 Monate als Gärtner gearbeitet und dann. Und dann haben wir Leben angefangen. Und nach 20 Minuten, ne, habe ich so durch die Gegend geschaut und habe gemerkt, hallo, die haben alle schon lange Gesichter, ne, und 2 Minuten, 20 Minuten ist mir dann so gekommen und habe dann einfach das Mikrofon weitergegeben. Ne? Und dort habe ich eigentlich dann gemerkt, diesen Unterschied, was da wirklich passiert. Ne? Ja, und sind auch Peru und man kann natürlich mit einer Miete, die man hier in Österreich für eine Wohnung bekommt, hier nicht leben. Aber in diesem Andendorf kann man gut davon leben, nicht nur gut davon leben, da konnte ich sogar noch eine Werkstatt bauen und zum Tischlern anfangen und es war auch Zeit für die Kinder. Ich war immer bei den Kindern präsent dort, wir haben 1 Hektar Land gehabt, haben selber angebaut, haben mir die Möbel selber gemacht, weil dort oben gab es keine Möbel, ne? Dann hat man die feuchten Baumstämme auf den Grund gekriegt, die musste ich mir mit der Motorsäge aufschneiden zu Brettern und dann Möbel formen. Wir haben angebaut, mit eigenem Getreide noch mit Holzdreschflegel gedroschen und selber Brot gebacken. Das erste Brot war ein Heiligtum. Ist als Kind übrigens lustig, wenn es wirklich noch hergeht, sagst du mit der Sense runter, dann haben der Papa so, kann ich mich erinnern, so Dreschflegel mit Ketten dazwischen gebaut. Und wir als kleine Kinder sind gestanden und dort auf das Ding draufgehauen und im eigenen Ofen das dann gemacht. Ja. Das ist sicher ein Erlebnis. Ne? Ich kann mich auch damals nicht erinnern, dass die Mama mal geschrien hat, so jetzt gibt es Mittagessen. Weil, wenn wir Hunger gehabt haben, sind wir am nächsten Obstbaum rauf, haben uns vollgepfiffen mit irgendwas und es ist wieder super gegangen. Ja. Die Papas Mango-Geschichte passt da vielleicht ganz gut rein auch noch. Papas Mango-Geschichte? Ja, die erzähle ich immer ganz gerne. Es war ein kleiner Markt unten in dem Dorf und die Gemüse- und Obstverkäuferin hat sich immer gefreut, wenn wir gekommen sind. Sie wusste, das macht so ein Geschäft. Und die hat uns die überreifen Mangos auf die Seite gegeben, die nicht verkauft, die normalen Leute nicht mehr gekauft haben. Aha. Und das war sehr oft unser Kinderfrühstück. Ich habe so einen Sack gehabt mit überreifen Mangos, den habe ich auf die Terrasse gestellt. Da sind die Kinder nackt gekommen und eine halbe Stunde später waren sie gelb und glücklich. Und dann haben wir es mit Schlauch abgespritzt. Aber was für mich wichtig war, ist, dass ich als Mann, eigentlich als Vater, Vorbild für speziell männliche Söhne bin und dass ich immer präsent war bei meinen Söhnen, dass ich dort die Arbeit geleistet habe, mich mit dem Anbau, mit Handwerk und so weiter auseinandergesetzt habe und die konnten es immer mitmachen.
Sie konnten, wenn sie wollten, reintreten, wenn sie nicht mehr wollten, raustreten. Mhm. Und damit haben die eigentlich automatisch mitgelernt. Mhm. Und das, was wir früher angesprochen haben, diese halbe Stunde pro Woche, was haben wir da eigentlich gelernt? Wir haben nur gelernt, den Schulstoff, der unsinnig war fürs Leben, den er lernen musste, weil wir haben uns entschlossen, doch, dass er die normale österreichische Schule macht. Und wir sind einmal im Jahr nach Österreich geflogen, haben dort die Externistenprüfung gemacht und wieder zurück. Und mit einer halben Stunde in der Woche hat er das immer mit gutem Erfolg geschafft. Eine halbe Stunde pro Woche? Ja, so circa. Ich muss dazu sagen, in der Küche damals, wo wir uns dann hingesetzt haben, hat es zwei Eingänge gegeben. Und der eine war hinten raus in den Garten. Und in Peru, muss man sich vorstellen, ist alles ein bisschen größer. Also die Vögel sind größer, es gibt solche Schmetterlinge, es gibt auch solche Motten, es gibt auch solche Taranteln dort. Und auch das Gras ist dort ein bisschen größer und alles ein bisschen höher. Und wenn die Mama mal nicht hingeschaut hat und mir ist das am Nerv gegangen, war ich durch die Küchentür weg und auf dem Grundstück mich finden war schwierig. Ja? Okay. Und vieles habe ich einfach eh schon gekonnt. Und mir war einfach langweilig dann dabei, muss ich dazu sagen. Ja. Aber jetzt muss man sich mal vorstellen, sagen wir, Grundschule, Volksschule, das sind jetzt doch zwischen 3 bis 5 Stunden, sagen wir mal 4 Stunden pro Tag, also 20 Stunden die Woche. Ne? So ein durchschnittliches Kind, erste Klasse. So, wie passt jetzt 20 Stunden zu einer halben Stunde? Das ist das 40-fache oder ein 40stel. Da kommen wir nachher dann dazu noch bei meiner Story, weil es ja darum geht, wie nimmt dein Gehirn gewisse Informationen auf? Mhm. Wann speichert es, warum speichert es? Und in der Schule heißt es sehr oft, hier hast du Vokabeln, hier hast du Zahlen, hier hast du Texte, lern's. Mhm. Aber keiner zeigt dir wie. Und wenn du mal weißt, wie das geht im Hirn, nehmen wir ein praktisches Beispiel aus dem Alltag. Du hast lauter Kinder, die können sich 398.000 Pokémon merken. Und bei den Serien kenne ich junge Damen, die können genau sagen, 4. Staffel, 3. Folge, Minute 8, ja, 22, genau. Hat der die geküsst und da ist dessen Hintergrund passiert. Das wissen die alles. Und wenn du sie fragst, was in der letzten Physikstunde passiert, nix. Und 3 Buchstaben einer Formel kriegen es nicht hin. Also es liegt scheinbar nicht an der Fähigkeit des Gehirns oder des Menschen zu lernen, sondern an einem Interesse. Interesse und an der Aufbereitung für das Gehirn. Mhm. Wie man es jemandem beibringt. Aber da kommen wir dann nachher noch dazu. Gehen wir noch in der Peru-Story weiter. Ja. Okay. Ja, die Peru-Story, mein... Also die Kinder waren gelb, voll Mangos. Also ein Dritter ist ja auch noch dann gekommen, also der Kleinste ist ja drüben geboren. Der Kleinste ist drüben geboren, ja, auch wir hatten eigentlich, die nächstgrößere Stadt ist Cusco und mit dem Bus hat man dann 2,5 Stunden gebraucht, über einen 4000 Meter hohen Pass. Jawohl. Und es ist nicht so ein Bus wie hier, also... Dort hat es ein Spital gegeben, da würde ein Österreicher wahrscheinlich seinen Hund nicht hinbringen. Okay. In Urubamba hat es wirklich eine Zahnarztpraxis gegeben. Da war auf der bloßen Erde so ein Rundvorhang. Da drin ist ein Sessel gewesen, ein Holzbrett an der Wand und da waren so eigentlich eher Tischlerwerkzeuge. Das muss man sich mal vorstellen. Ich habe das damals gesehen. Ne? Und dort, wir hatten ja nicht einmal ein Auto. Das heißt, und dort wurde unser drittes Kind geboren. In der Zahnarztpraxis? Nein, das ist nur zu Hause. Zu Hause, es war eigentlich nur meine Frau und ich und die 2 Kinder. Sonst niemand. Und wenn was schiefgegangen wäre, wäre eigentlich keine äußerliche Hilfe da gewesen. Wir wurden für ganz verrückt erklärt, ne, wenn man dieses normale Denken hat. Ja. Es war nur ein bisschen problematisch, es war die 3. Geburt. Wir wollten eigentlich eine Wassergeburt machen wieder, weil der Ricardo ist eine Wassergeburt, also er ist unter Wasser auf die Welt gekommen, mit einer Freundin mit ätherischen Ölen willkommen geheißen. Und der Elias, der hat ein bisschen eine sehr sprunghafte Energie, der ist so schnell gekommen, dass die Badewanne nicht einmal voll geworden ist. Okay. Und dadurch war ein bisschen eine starke Dehnung da, das war alles. Ansonsten ist es gut gegangen und es war ein sehr tolles Erlebnis. Mhm. Allein in einem fremden Land. In der Pampa, weit weg. Genau dort, dieses heimliche, im gewohnten
sich wohlfühlenden Umfeld eine Geburt zu erleben. Ne? Das ist ja eine, heutzutage Wahnsinn, dann ist das, im Krankenhaus. Das ist etwas ganz anderes. Ne? Und so wie du sagst, das Kind wird willkommen geheißen, so stellt man sich das in Wirklichkeit vor. Ne? Das ist ja was Besonderes, eine Geburt. Genau. Und das ist nicht so wie im Schöpfungsakt, wie man so schön sagt. Ja, genau. Nicht so wie im Krankenhaus oft. Ne? Also ich kenne das auch, wir haben auch Hausgeburten. Und das ist einfach eine ganz andere Qualität. Man kann sich ja auch als Mann damit beschäftigen und auch als Frau. Ja? Man gewisse Dinge, so wie unter Wasser, nicht gegen die Schwerkraft arbeiten. Das heißt, wenn man sich hinhockt, arbeitet man schon mal nicht gegen die Schwerkraft. Genau, ja. Wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist es ja gar nicht mehr so schlimm in dem Sinne. So Dinge, die eigentlich natürlich sind. Ne? Also die auch waren, früher, die natürlich früher, waren. Genau, früher war es auch so. Ne? Früher ist die Hebamme nach Hause gekommen. Und das heißt, man hat jemanden gehabt, eine Person des Vertrauens, die einfach genau wusste. Und da gab es kein Krankenhaus. Das war ganz natürlich. Ne? Heute, wenn man mit Menschen oder mit jungen Frauen redet, die haben alle Angst. Ne? Die sagen, oder teilweise Businessfrauen sogenannte, die sagen, ich kriege mein Kind zu dem Termin, weil drei Tage später muss ich arbeiten. Ne? Angst Wahnsinn! Angst habe ich immer nur vor Dingen, nicht nur jetzt hier, auch allgemein, vor Dingen, die ich nicht verstehe oder die ich nicht kenne und wo ich mich nicht auskenne damit. Das ist so wie Leute, wenn sie Angst haben, kennen wir ja da draußen, wenn sie vor Menschen stehen müssen, auf der Bühne stehen müssen, wenn man das ein paar Mal gemacht hat oder mal weiß, wie rennen gewisse Dinge ab, verschwinden die meisten Ängste. Ja? Oder es wird angstbewusst geschürt und es sagt, aha, du musst aufhören, Geburt, ganz gefährlich. Ne? Du kannst sterben. Natürlich kann man sterben, aber du kannst auch sterben, wenn du rausgehst und es fällt dir irgendwann genau vom Dach. Oder du hast halt irgendeinen Stromschlag oder was auch immer. Ne? Ein Adler stürzt auf dich oder ein Meteorit. Und wie das anders ist fürs Kind, brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß diskutieren. Natürlich. Ja. Sehr schön. Ich habe mich auseinandergesetzt, wir haben uns natürlich als Familie auseinandergesetzt mit Geburt, mit wie eigentlich das natürlich ablaufen kann und sind eigentlich draufgekommen, das ist auch entgegengesetzt. Heute ja nicht mehr überall so, aber damals, vor 30 Jahren, war das eine ganz andere Geschichte noch und dass eigentlich diese Möglichkeit einer natürlichen Geburt fast nicht möglich war, ja sogar behindert wurde eigentlich. Ne? Mhm. Und so blieb uns eigentlich fast nichts anderes über, als das selbst in die Hand zu nehmen. Weil dieser Lehrer hat ihm sehr viele Dinge erzählt und auch die alte japanische Kultur hat zum Beispiel ganz andere Dinge über Geburt gesagt. Ne? Sie hat zum Beispiel gesagt, die beste Erziehung ist die Selbstveränderung vor der Zeugung. Und das muss schon abgeschlossen sein, 3 Monate vor der Zeugung, weil 3 Monate vor der Zeugung ist das Kind schon hier, feinstofflich, und erst bei der Zeugung ist es eigentlich nur ein Verstofflichungsprozess. Und meine Qualität meines Charakters, also des Ehepaares, ist der Resonanzkörper der Qualität des Kindes, das man anzieht. Und dann kann man ein bisschen was beibringen dem Kind in der Schwangerschaft, weil da eine sehr starke körperliche Entwicklung, Multiplikation der Zellen ist. Mhm. Und dann noch die ersten 7 Jahre kann man ein bisschen lenken noch, dann ist vorbei, haben die gesagt. Ne? Mhm. Die Grundqualität eines Charakters, also die Qualität eines Samens, ob der was wird oder nicht, setzt man in der Arbeit an sich selbst, bevor man ein Kind zeugt. Ne? Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Das ist für alte viele, japanische Sichtweise über die Geburt, das hat mich damals sehr berührt, bis heute. Und ich habe gemerkt, dass das stimmt. Ne? Wir haben also unsere Kinder erzogen nach gegen allen Gesetzen, wie es meine Eltern mir gesagt haben, wie es sein sollte, wenn man in der Schule lernt, wie man es machen sollte, wie man in der Wissenschaft gelernt hat, wie man es machen sollte. Und es wurde mir gedroht, du wirst schon sehen, deine Kinder sind schlimm und unselbstständig und krank und alles. Ne? Und nichts hat gestimmt. Nichts hat gestimmt. Und viele haben gesagt, keine Ahnung, was du gemacht hast, aber wenn ich mir das anschaue, mach weiter so. Muss irgendwas richtig sein. Ja, ne? Ja. Das hat der Hausarzt bei uns gesagt, wenn man ab und zu mal so Untersuchungen braucht oder für die Schule braucht oder für die Arbeit, hat der gesagt, ja, er versteht es nicht, aber macht es weiter so. Das war so seine einzige Erklärung dazu. Das ist ja genial. Okay. Was ich gelernt habe, ist eben, wie stark, speziell in Europa oder in vielen Ländern, ein System dem Menschen aufgedrückt wird, das im Endeffekt nicht stimmig mit der eigenen Natur ist
Und wenn dann jemand da ist, eigentlich spüren sie alle, ne? Die meisten trauen sich nicht dorthin, in diese Selbstverantwortung. Aber wenn man dann dieser inneren Stimme nicht mehr entgegengehen kann und dann seinen eigenen Weg geht, einen anderen Weg geht, was ja schon nicht leicht genug ist, weil man muss alles sich selbst von der Pike auf erarbeiten. Man hat Fehlschläge und alles Mögliche, man geht praktisch ein vollkommenes Abenteuer eines Lebens, weil das hat niemand vorgelegt. Was in Wirklichkeit ja eigentlich Spaß macht, weil nur dort ist Abenteuer, das andere läuft die ab wie auf einer Industrielaufbahn. Ne? Aber dass man, statt dass es gefördert wird, um Selbstständigkeit, Selbstvertrauen, Vielfalt, Entwicklung damit fördern, wird man noch bekämpft von allen Seiten. Und ich habe gemerkt, dass nur wenige so einen stabilen Charakter haben, dass sie diesen Gegenwind durchstehen und dann praktisch wieder in dieses alte, vorgekaute Grab steigen. Ne? Ist bestimmt nicht einfach. Ne? Ja, kann man auch durchaus vorstellen, ist halt sicher, ja, wie ihr schon sagt, ne? Bestimmt komisch betrachtet, angesprochen worden. Was macht sie da eine halbe Stunde pro Woche? Das haben die ja gar nicht gewusst. Das hat schon gereicht, der Ruf und an das Essen und an das Denken und wie wir einfach gesprochen haben oder umgegangen sind mit anderen, das hat oft schon gereicht. Ja. Aber wie hat denn so zum Beispiel die halbe Stunde ausgeschaut? Was hat da, wie schaut so diese halbe Stunde Unterricht pro Woche aus? Oder ja, diese halbe Stunde Unterricht hat einfach so ausgeschaut, wir haben uns die Schulunterlagen herausgesucht und uns angeschaut, was nicht ins tägliche Leben gehört, was eigentlich dann dadurch im normalen Leben und Spiel nicht dabei war. Okay. Das mussten wir dann separat beibringen, ne? Und da haben wir uns aber Zeit ausgesucht, wo ausgeruht war, was ihm gerade gepasst hat, weil wenn man nicht möchte, wenn man als Mensch etwas nicht möchte, dann wird er nichts draus. Dann bringt draus, es ne? nichts, genau. Ja. Was man nicht aus einer inneren Ehrlichkeit machen möchte, da ist keine Qualität dahinter. Und wir haben uns versucht, diese Zeit rauszuholen, wo er aufnahmebereit war, wo es ihm gut gegangen ist. Und es ist so zu gegangen. Abgesehen davon, dass er leicht lernt, ne? Ist es sehr schnell gegangen. Ja. Okay, Peru. Und jetzt kommen wir schon langsam wieder zurück nach Österreich. Wie seid ihr denn oder wie war der Weg wieder zurück nach Österreich? Weil es klingt ja eigentlich nach einem Traumleben dort. Natur, Vielfalt, Freiheit. Warum dann wieder zurück nach Österreich? Ja, wir hätten uns das selber nicht gedacht. Okay. Wir waren selber überrascht, aber es war eben die Auseinandersetzung, der Versuch, die soziale Integration mit diesem Inka-Volk dort, mit den Indianern. Okay. Also wir haben auf 3000 Meter gelebt, dort waren die Indianer, die zu 60% Spanisch gesprochen hat, die Ursprache dort ist Quechua. Und hinter uns waren die Anden, die sind bis auf 7.500 Meter hochgegangen und die Indianer haben bis auf 5.500 Meter gelebt dort. Mhm. Und hinter uns hat eigentlich das Indianerland begonnen, wo die kein Geld hatten, keine Papiere hatten, die aus diesem normalen Leben, das eigentlich die Weißen den Indianern dort aufgesetzt haben, ausgegrenzt waren, auch dementsprechend schlecht behandelt worden sind. Ah, okay. Jedenfalls, wir haben versucht eben, wir waren ja dort in diesem kleinen Dorf, waren wir integriert und es ist nicht so wie hier, wir hatten als einziger Strom dort, weil der Vorbesitzer von unserem Anwesen dort von Elektro Peru war und der hat sich schwarz da eine kleine Leitung rauflegen lassen vom Dorf 5 Kilometer. Und eineinhalb Jahre später wurde dann offiziell dort Strom eingeleitet. Mhm. Und dann ist keine Elektrofirma gekommen, die jetzt dort Pfosten aufgestellt hat. Da hat es eine Versammlung, eine Dorfversammlung gegeben und hat das geheißen, nächste Woche werden diese Masten dort gesetzt und die verschiedenen Familien, die helfen dort. Ne? Und dann haben wir das selber gemacht. Das hat dann cool. angefangen, der hat gesagt, so sehr eigentlich, wie ein kleiner General, morgen um 7 Uhr starten wir dort und schaufeln und das mitnehmen und so weiter und so fort. Ne? Und dann um 7 Uhr war ich dort und keiner dort. Denke, ja, habe ich mich verhört? Kann ja nicht sein. Ne? Okay. Nach einer Stunde bin ich wieder dort gewesen, keiner dort. Aha. Denke, witzig.
Stunde später habe ich es wieder probiert, um 9 ist der Erste gekommen. Ne? Ah ja, okay. Ja, und mit dem habe ich ein bisschen geplaudert und der hat nichts getan, hat gesagt, er wartet noch auf die andere. Ne? Da bin ich wieder nach Hause, um 11 Uhr bin ich wiedergekommen, haben wir geschaut, dann haben die schon gearbeitet dort. Einmal mit der Schaufel so und dann einen Schluck Chicha oder Pisco, das ist, man kann sagen, Maismost und Kartoffelschnaps, ne? Okay. Übersetzt. Und das war eine Arbeitsweise, die mir sehr fremd war, auf jeden Fall, ich war da nicht wirklich Teil dessen, ne? Und, aber irgendwann ist dieser Masten dann gestanden, keine Ahnung wie. Ne? Wochen, Jahre später oder so. Eine Woche später ist er gestanden, die haben eine ganz andere Lebensweise gehabt. Und wenn man als Weißer in eine Gruppierung Indianer gekommen ist, dann waren die anders. Die waren komplett anders. Und ich habe erst mit der Zeit angefangen zu verstehen, was da überhaupt läuft. Ne? Dass praktisch damals die vom Vatikan, ne, die Jesuiten rübergekommen sind und dieses Volk angefangen haben, vollkommen auszubeuten, zu knechten, ihre Kultur zu zerstören. Und das bis heute noch andauert. Bis heute. Die sind vollkommen entwurzelt. Man kann das nicht glauben. Ich habe mich natürlich, bevor wir dorthin sind, mit dieser alten Kultur auseinandergesetzt. Und es war dort ein Lehrerzentrum dieser Inkas und die haben mich, einen Österreicher, tatsächlich gefragt, ob ich ihnen einen Vortrag über die Wurzeln der Inkas halten kann. Und ich habe den wirklich gehalten. Okay. Weil mein Wissen als Österreicher noch weiter war wie ihr Wissen. Die sind vollkommen entwurzelt gewesen. Okay. Und natürlich konnten die mit dem weißen System, das wir als Weiße denen aufgesetzt haben, nicht umgehen. Und dieses Volk ist, wie auch in Nordamerika, die Indianer, vollkommen in den Dreck gelaufen, wenn man so sagt. Die haben sich nur mehr betrunken. Und was ich dort vorgefunden habe, vorher hatte ich ja Geschichten, Indianer, die die Erde leben und ehren und so weiter. Das waren ganz andere Dinge. Das war vollkommen entwurzeltes Volk. Ne? Immer wieder da, wo in der Schule, wo es geheißen hat, wie das ist, und dann bist du live dort und das sind dann wieder um zwei Paar Schuhe gewesen. Ja. Das muss ja ein richtiger Schock gewesen sein, denke ich mal, oder? Es war ein richtiger Schock. Auf der anderen Seite auch interessant, weil in den alten Veden habe ich kennengelernt, dass Indianer humanoide Vogelwesen sind. Und die haben eine schnabelartige Nase, sie haben ihre Federn bei ihren Tänzen, sie haben den Kondor als geistiges Wesen zum Übergang in die andere Welt. Und wenn man im Dorf schaut, wie die gehen, und wenn man Händeln anschaut, wie die gehen, dann haben die eine ähnliche Bewegungsweise, habe ich festgestellt. Und es war interessant, wir haben dort eine Deutsche kennengelernt, die hatte sich versucht, über Wasser zu halten, jetzt so Basseln selber ausgesägt und verkauft in Cusco. Und er hat gesagt, sie soll Vogelthemen machen. Und hat es dann gemacht und nach zwei Monaten wieder getroffen und hat gesagt, woher sie das gewusst hat, sie hat einen irrsinnigen Umsatzzuwachs. Ne? Sag ich, ja, ich habe selbst erst lernen müssen, wir sind da eigentlich unter Vogelmenschen. Ne? Das jetzt keine Abwertung ist, sondern es ist einfach ein eigenes Volk mit einer eigenen Seele und einer eigenen Umsetzung des Lebens. Und was wir damals gemerkt haben, diese Integration, diese Soziale, wirklich eins zu werden, auch wenn man noch so flexibel ist und das möchte, das funktioniert nicht. Okay. Das haut nicht hin. Dann haben wir noch zusätzlich Ehen kennengelernt zwischen peruanischen Anteil und europäischen, japanischen, amerikanischen. Und wie wir alle wissen, ist die Auseinandersetzung oder die Befriedigung, Beglückung zwischen Mann und Frau schon Herausforderung genug. Ne? Aber wenn dann so eine fremde Kultur dazukommt, ist dann meistens Krieg entstanden. Okay. Und dann habe ich gesagt, okay, ich habe 3 Söhne. Die werden dort Peruanerinnen heiraten. Und wenn diese Indianer, die haben wieder angefangen in den Bergen dort, ihre alte Kultur zu suchen, ihre Wurzeln zu suchen, dort einen Aufstand machen, dann sind wir die weißen Langnasen. Und diese Unstimmigkeit, dieser Respekt vor dieser Kultur und dem Wissen meiner Kultur, dass man das nicht vermischen kann, hat uns dann eigentlich bewogen, wieder zurück nach Österreich zu gehen. Weil dort in diesem Zusammensein nicht wirklich ein gesundes soziales Leben funktioniert hat. Hätte ich jetzt nicht vermutet. Ja, ich habe dann das noch getestet, ob das nicht eine persönliche Empfindung ist.
Wir haben ein Professoren-Ehepaar kennengelernt auf der Universität in Cusco, die damals 25 Jahre lang Entwicklungsarbeit mit diesen Indianern, die hinter uns gewohnt haben, gemacht haben, unterstützt durch Europa, Japan und Amerika, wo eben versucht wurde, diese Lebensweise dort zu implementieren, um das zu verbessern. Und ich habe sie gefragt, wie der Erfolg war. Und diese Frau, die waren beide still, es war ein Ehepaar, und diese Frau ist auf einmal in die Knie gesunken und es kamen ihr Tränen raus und sie hat gesagt, 25 Jahre für die Katz. Okay. Es hat nichts funktioniert. Und dann haben wir noch einen der Nachbarschaft gehabt, einen Deutschen, der auch für so eine Entwicklungsförderung aus Deutschland gearbeitet hat. Und ich habe, weiß nicht, der hat schon, glaube ich, auch 20 Jahre dort gelebt. Und ich habe gesagt, kannst du sagen, dass du einen indianischen wirklichen Freund hast, so wie wir das als Europäer verstehen? Und er hat gesagt, nein. Und dann haben wir das Haus nur mehr an einen Peruaner, wir haben damals an den peruanischen Fernseharzt, haben wir das verkauft. Eigentlich eine sehr traurige Geschichte, ne? Wenn man das so nimmt, ja, nein. Glaubt man... Also ich hätte jetzt vermutet, das wusste ich jetzt noch nicht von euch, ne? Ja. Man vermutet ja, wenn man Indianergeschichten sieht, hört, man vermutet, dass die eigentlich in Wirklichkeit so die menschlicheren sind und dass die eigentlich offen sind gegenüber anderen Rassen, gegenüber anderen Völkern. Ne? Sind sie sicher auch. Aber wenn man die eigenen Wurzeln einmal weggenommen bekommt, wie kann man dann offen sein noch für andere? Ja, klar. Noch dazu haben die dort in den Fernsehwerbungen gesehen, nur amerikanisches und europäisches Highlife. Die haben geglaubt, wir haben zu Hause eine Gelddruckmaschine und wir sind nur im Urlaub und im Schönmachen oder sonst irgendetwas. Aber ja. Okay. Die haben gesagt, bitte nimm uns mit nach Europa, nimm uns mit nach Österreich. Ne? Ich konnte denen nicht erklären, dass die dort eingehen werden. Und nur um zum Beispiel ein paar Dinge zu erzählen, wir hatten auch keine Wasserleitung dort, das heißt, wir haben nur diese natürlichen Bäche gehabt und es war kurz bevor wir dort hingekommen sind, dass die ersten Waschmittel dort in diese Gegend gekommen sind. Und normal haben die mit natürlichen Pflanzen, die etwas Seife in sich gehabt haben, gewaschen dort, weil das, was der Obere dort in den Bach gegeben hat, hat der Untere rausgenommen, da ist nichts passiert. Aber dann hat er da mit Omo oder Persil gewaschen und der Untere hat sein Trinkwasser rausgenommen und auf einmal hat er Bauchweh gehabt und das hat er nicht verstanden. Ich habe ihnen das auf Quechua übersetzen lassen, dass das, was da drinnen, womit jetzt die Wäsche gewaschen wird, zwar weißer wird, aber Gift ist für den menschlichen Körper und dass er das Wasser, das einzige, das er hat, nicht mehr verwenden kann. Das hat er nicht verstanden. Ja, verständlich. Also, ja. Und dann war noch ein Ehepaar, ein Peruanerin mit einem deutschen Ingenieur, sie war ganz stolz, der hat dann diese Bäche in Betonkanäle gefasst. Oh Gott. Es war dann, wenn dort in diesen Betonkanal ein Stein reingekommen ist, dann hat der immer ausgeschlagen, es hat Arbeitseinsätze gegeben, wo man dem helfen musste, das wieder diese Schäden zu reparieren. Ich hab gesagt, ich weigere mich, das zu machen. Ne? Seitdem diese Kanäle waren, die Peruanerin hat das stolz erzählt, weil sie es nicht verstanden hat. Wenn in den Bach, in den Kleinen, ein Kind reingefallen ist, nichts passiert. Oder ein Händel oder Ente. Aber in den Kanal waren die alle tot. Die Peruaner haben das nicht verstanden. Die haben ja auch ihre Felder damit bewässert. Und der hat gesehen, wenn der den Schuber da aufmacht, da kommt volle Bulle raus und der ist früher zu Hause und hat das voll reinlassen und die Erde war dann nicht mehr dort auf dem Acker, sondern unten im Urubamba-Fluss. Dann ist natürlich nichts mehr gewachsen. Dann hat der Kunstdünger, haben die Kunstdünger verkauft und gesät. Und dann hat er gesät und hat es geregnet und hat er gesehen, da ist keins mehr und hat er schnell nachgestreut. Und dann ist alles verbrannt. Das haben die nicht verstanden. Wahnsinn. Wir haben dort, ich glaube nach 2 Jahren, haben die dort in Urubamba das erste Mal, da hat es ein paar so kleine Geschäftchen gegeben, wo man Krimskrams bekommen hat, Buchhaltung eingeführt. Ich kann mich erinnern, bin dann nach einer Woche, habe ich 6 so kleine Artikel gekauft. Ich habe 7 Stunden auf die Rechnung gewartet.
nach einem halben Jahr meine Überprüfung der Buchhaltung alles zugesperrt. Weil keiner diese Buchhaltung geschafft hat. Die denken nicht so. Oder wie die Wasserleitung dann eingeführt hat und den Strom. Mhm. Der hat natürlich den ganzen Tag das Wasser offen lassen, weil der Bach ist ja auch immer geronnen. Ah, und ja. Der hat den ganzen Tag das Licht brennen lassen, weil die Sonne hat ja auch den ganzen Tag geschienen. Und dann hat er so eine Rechnung gehabt und hat es nicht verstanden. Und dort habe ich dann verstanden, dass eigentlich dieser ganze Mist, den wir schon aussortieren, dort entlagert wird, ob das ist, habe ich auch erlebt in Indien und überhaupt in den dritten Weltländern, Afrika und auch in arabische Länder teilweise, Pakistan und so, und auch dort in Peru, da kommt der ganze Dreck erst hin und die müssen jetzt verstehen lernen, was da überhaupt los ist. Und es wird schamlos ausgenutzt. Und im letzten Dschungeldorf, du kriegst nichts, aber da steht eine Holzhütte, da bekommst du Coca-Cola und Kunstdünger. Unglaublich. Unglaublich, ja. Ich habe auch gesagt, unglaublich. Ja? Und dort habe ich erst verstanden mit der Zeit dann immer mehr, was in dieser Welt da läuft. Mhm. Ja. Verstehe. Und das war eigentlich dann der Grund. Eigentlich aus Respekt vor dieser Rasse und aus Scham vor der Einmischung, was wir dort unten aufführen. Mhm. Ne? Und dass, wenn ich dort hinkomme, auch ein Teil dieser Sache bin, ne? Ja, klar. Um die wieder zurückzuführen, habe ich gesagt, okay, zurück nach Österreich. Verstehe. Und seitdem versuche ich auf eine ganz andere Weise auch die österreichische Kultur zu verstehen und kennenzulernen. Und ich musste, eigentlich habe ich geglaubt, wir sind hier in unserer alten Kultur und musste eigentlich feststellen, oder stelle heute fest, dass es bei uns nicht anders ist. Das gab man eigentlich gar nicht und viele bestreiten das, aber ich speziell die letzten paar Jahre mit der Kultur auseinandergesetzt, in der Kultur gearbeitet. Und dann erkennt man das erst, wenn man tiefer reinschaut, was da eigentlich wirklich gespielt wird und dass unsere Kultur Stück für Stück abgeführt wird. Jetzt sind das moderne Zeug da. Also ich war dreimal im Burgtheater. Da hat sich einer vorhin hingestellt, auf der Bühne, ernsthaft, hat einen Kaugummi rausgenommen und auf den Boden geschmissen, hat sich so hingestellt und hat gesagt, ihr Arschficker. Ja, wenn das die Kultur ist richtig durch. Ja, wenn das Kultur ist, irgendwie traurig. Ne? Aber das ist es ja wieder, was wir am Anfang gesagt haben, wenn du die Alternative nicht kennst, dann nimmst du es als normal an. Ja, genau. Und wir haben einfach in sehr vielen Bereichen komplett alternative Dinge gesehen. Ja? Mhm. Auch wenn man jetzt krankheitstechnisch oder gewisse Bilder anschaut, gibt es dann Regionen, die verstehen nicht, was wir hier aufführen oder was wir haben. Oder das kapieren die gar nicht. Oder dass man arbeiten gehen muss, dass man was zum Essen hat im klassischen Sinne. Das wächst ja überall, oder so wie das Wasser. Ja, wofür muss ich weiß, das schlängelt sich ja überall durch die Gegend. Ja. Warum muss man für Wasser bezahlen und für Essen? Ja, und wieso darf man nicht natürlich leben oder wieso darf man nicht so leben, wie man es eigentlich möchte? Und das ist uns einfach anerzogen worden. Wolltest du noch was zu Peru sagen? Es gibt viel zu erzählen, aber das sprengt den Rahmen. Vielleicht, machen wir da eine zweite Folge noch draus. Vielleicht, oder eine dritte, was dann wirklich ein Schock war für die Kinder, ist dann zurückzukommen von dieser Kultur, die wir dort gelebt haben und dann diese österreichische Kultur da mitgekriegt haben. Ne? Mhm. Und ich kann mich gut erinnern, wir sind damals nach Glocknitz gefahren und da war eine Werbung über Sucher-Schokolade, ne? So eine braune Tafel. Und der Ricardo ist da im Auto gesessen und hat gesagt, schau mal Papa, was die für hässliche Türen verkaufen wollen. Weil er gedacht hat, ja, kannte keine Schokolade, keine Sucher, Milka-Schokolade. Ich glaube, das ist eine Tür, ne, weil die Eingangstüren so ähnlich ausschauen. Ne? Nicht schlecht. Ich habe viel damals, muss ich sagen, nicht verstanden, auch wenn manche gesagt haben, ja, sei leise, ich habe Kopfweh. Ich habe mir gedacht, wieso muss ich leise sein? Also bei uns hat nie irgendwer was gehabt. Unsere Kinderkrankheiten hatten wir so schlimm, dass wir beim Fußballspielen halt gemerkt haben, halt rennt es nicht. So schlimm waren sie. Großteils. Und da kann ich mich erinnern, die haben gesagt, ja, sei leise, ich habe Kopfweh. Wie ich dann in der Schule mal war. Mhm. Oder wenn die Mama das von irgendwo, die Lehrerin einmal gesagt, und ich denke mir, ja, Kopfweh kenne ich. Ich bin im Rennen mit dem Bruder zusammen, irgendwo beim Spielen oder renne gegen einen Arzt. Denke mir, ah, das tut weh, ich habe Kopfweh. Denke mir, aber da muss keiner leise sein deswegen.
Okay. Ja, oder man sagt einem, ja, ich muss da Medikamente nehmen, ich habe Bauchweh. Und Bauchweh habe ich wiederum gekannt, der boxt eine rein, ja, beim Fußball, du rennst irgendwo dagegen. Denk mir, aber das hört ja eh wieder auf. Denk mir, was haben die mit Bauchweh? Okay. Und ich habe damals meine erste Freundin mit 15 gehabt und die hat die Grippe gehabt. Und ich kann mich erinnern, dann bin ich bei ihr zu Hause gewesen. Vorher war für mich Grippe ein Belohnungssystem der Schule. Grippe? Hast du irgendwas gehört? Grippe? Darfst zwei Tage daheim bleiben. Ich kannte es wirklich nicht. Ich habe das nicht verstanden. Dann war bei ihr daheim und denke mir, das ist eigentlich nicht leibend. Was ist denn das? Die schaut nicht gut aus. Und dann habe ich erst einmal verstanden, dass andere gewisse Dinge kriegen. Mhm. Und habe mich da erst angefangen, überhaupt damit zu beschäftigen, okay, was rennt da in gewissen Bereichen überhaupt? Mhm. Ja. Kann mich erinnern, bei meiner nächsten Freundin habe ich dann, die war auch den ganzen Winter, waren die alle verschnupft und haben Grippe gehabt und was weiß ich was alles. Mhm. Und ich habe aber den ganzen Winter fast dort verbracht. Die Schule war näher für mich dort, war recht angenehm. Okay. Wir haben uns zusammengekuschelt und den ganzen Tag miteinander verbracht in Familie. Und ich habe jetzt immer gefragt, du, wir haben den ganzen Winter eng aneinander gelebt. Ist dir aufgefallen, dass ich das alles nicht gehabt habe? Und ich so, naja, eigentlich schon. Ja, stimmt. Ja. Da gibt es ja auch noch vielleicht noch eine kurze Einblendung auch bei dir damals in der Firma, wo auch die Leute gesagt haben, um Gottes Willen, ich habe Schnupfen, bleib weg von mir. Ja, ich habe gesagt, wer schafft mir das mich anzustecken, kriegt doppelten Urlaub. Ne? Sie haben es nicht geschafft, wir haben versucht, aber es ist nicht gegangen. Ne? Okay. Ja. Können wir dann vielleicht noch kurz darauf eingehen. Auf jeden Fall habe ich auch gesagt, du, das war nicht, gell? Und dann hat sie gesagt, ja, stimmt eigentlich. Und sie hat auch einen möglichen Bewegchen, den ich jetzt einmal gehabt. Mhm. Und ich habe mit ihr damals den Deal gemacht, was mich interessiert hat. Ich sage, pass auf, wir machen Folgendes. Ich lebe mal einige Wochen so wie du und möchte schauen, wie es mir geht. Und dann möchte ich, dass du eine Zeit lang so lebst wie ich. Mhm. Einfach mal Resonanz machen. Ne? Hat mich auch wirklich interessiert damals. Ich habe viel nicht verstanden. Ich habe mein erstes Mal Kopfweh gehabt und Kopfweh, also aufwachen. Pff, ja. Und ich habe gedacht, bist du narrisch? Also, okay. Das brauche ich nie wieder. Ja, das war so, der man lacht, das ist vor allem meine erste Grippe gehabt, den ersten Mal Bauchweh gehabt habe. Alles, was man so nicht braucht eigentlich. Was war die Ursache fürs Kopfweh? So wie bei allen Krankheiten gibt es meiner Meinung nach nur zwei Ursachen. Es gibt was schaufelig da rein oder was schaufelig da und da rein. Mhm. Ja, um es jetzt so runterzubrechen. Und das habe ich halt damals abgeändert gehabt. Und das wird jetzt zu lang dauern, wir können nachher vielleicht noch ein, zwei Beispiele dazu nehmen. Mhm. Aber ich habe halt gewusst, ich drehe es wieder um. Und kann mich noch erinnern, wie der Papa als Kind gesagt hat, ne, du musst verstehen, wie funktioniert das Werkel da. Du musst nicht verstehen, was ist da draußen und wie formeln. Das musst du mal verstehen. Ja. Mhm. Und ich habe halt gewusst, ich drehe es wieder um und dann hört es wieder auf. Und so war es dann auch. Okay. Aber ich habe diese Dinge mal verstanden. Und jetzt weiß ich, wenn jemand sagt, du sei leise, ich habe Kopfweh, weiß ich zumindest, was er meint. Ja. Weil ich kann auch schwer über mit jemandem darüber reden, wenn ich nicht einmal eine Ahnung habe, was das ist. Und ja. Wie war das? Du hast doch bei deiner Freundin quasi gewohnt, oder? Nein, nur viel Zeit verbracht. Aha, okay. Nur viel Zeit verbracht. Ja. Ich denke, es wird vielleicht schwierig gewesen sein, so zwei Unterschiede. Habe ich eh nicht runtergekriegt. Ja. Okay. Also, aber vieles. Und es hat gereicht dafür. Okay. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt probieren wir das einmal andersrum. Okay. Und dann ist sie eine Zeit lang richtig schlecht gegangen und dann ist immer besser geworden und hat das auch aufgehört. Und im nächsten Winter hat es zwei gegeben, die hatten dann keine Grippe und keinen Schnupfen und kein sonstiges. Okay. Das war, ja, war interessant. Und auf das Thema Schule, was du vorher gesagt hast, ja, ich bin dann normal in die Schule gegangen und ich habe ein Problem gehabt, mir war langweilig. Mhm. Wie alt warst du da? Wenn du zurückgekommen bist? Das war Ende vierte, also vierte Folge, was war ich dann, neun, so, zehn? Aha, neun, zehn Jahre, zehn, also, okay. Zehn sind wir dann, ja. Wir waren dann wieder ein paar Wochen in Indien während der Schulzeit, das hat dann gut funktioniert. Das heißt, es war nicht so schlimm, ich muss ehrlich sagen, ich war dann oft nicht dort. Weil die Mama da recht kulant war, wo ich in der Früh gesagt habe, sie hat angeklopft, gibt heute Schule, und ich habe gesagt, na. Und dann hat sie die wieder zugemacht, und gesagt, passt, schlafe ich weiter. Ich habe mich gespielt in der Schule vom Lernen her, weil ich schon gewusst habe, wie funktioniert das, und ich habe meinen natürlichen Lerndrang gehabt. Okay. Und viele haben die Mama einfach gefragt, na, wie hast du das geschafft, dass dein Kind noch gerne lernt? Und ich sage, jedes Kind lernt gern. Wenn du ihm gewisse Bedingungen gibst. Mhm. Ja, und jedes Kind lernt gerne, als kleines Kind, Papa, wie geht denn das, Mama, wie geht denn das, warum ist denn dies, warum ist denn das, warum ist der Himmel blau, ich mag das auch, keine Lernmotivation da, dann kommt die erste Volksschule, dann kommt die vierte und dann ist weg. Also absolut. Und dann muss ja irgendwas passieren, psychologischer Reflex genau genommen, dass das aufhört und den habe ich halt nicht gehabt. Und mich hat das alles interessiert. Nur, so wie man vorher gesagt hat, wenn der Lehrer gesagt hat, das ist halt so auf meine Frage, ich bin nicht unrund worden, erzähl mal, warum das so ist, oder erzählst du der Wand. Ne? Was fange ich an damit?
Ja, aber war ganz normal, dann maturiert und nach der Matura trotzdem immer gesucht nach Möglichkeiten. Okay. Wie kann man sich noch mehr merken in kürzester Zeit, weil mich interessiert von der Astrophysik bis zur Biochemie, bis zur Medizin, bis zu alles. Also Schwarm rein da. Mhm. Wie bist du dann auf die jetzige Methode gekommen oder was war das? Ja, ich möchte einen kleinen Zwischenpunkt vielleicht noch machen. Ich habe nie gedacht, dass ich Gedächtnistrainer werde. War nie der Plan. Ich habe nach der Matura mir eigentlich geschworen, ich betrete nie wieder eine Schule. Und ich bin ein Zauberer geworden, wie du ja schon in dem Fall weißt. Und auch da kannst du dir wieder vorstellen, das gleiche wie beim Papa, das ganze Umfeld. Jetzt sagst du mit 18 Jahren, ich bin Berufszauberer für Erwachsene. Du bist ein bisschen blöd im Kopf. Ne? Mach was Gescheites, lass dich wo anstellen, mach was Staatliches, irgendwas, was offiziell anerkannt ist. Das ist ein Hobby, da kann man nicht davon leben. Quack. Ja, der Klassiker. Ne? Ich muss auch sagen, die ersten Jahre hätte ich wahrscheinlich vom AMS mehr bekommen. Okay. Ja? Aber so wie es ist in der Selbstständigkeit, irgendwann geht die Kurve ordentlich nach oben. Ja, und so war es auch dann und das hat dann irgendwann sehr, sehr gut funktioniert. Und ich habe von Anfang von sehr wenig gelebt, was mir aber egal war. Ich habe gewusst, ich lebe von dem, was mir Spaß macht. Mhm. Und nur davon. Das ist eine ganz andere Motivation. Ne? Ganz andere Absolut. Motivation. Ja, wenn manche dann gesagt haben, ja, aber ich habe das neue Handy, sage ich, ich habe viel Freizeit und wenn ich einen Zauberauftritt habe, also meine Arbeit, dann gehe ich mit einem Grinser hin und ich gehe mit einem Grinser wieder raus. Das ist ein Unterschied. Und wenn ich den meisten anderen zugeschaut habe, ja, aber ich verdiene schon mehr, der ist so reingegangen am Montag und am Freitag auch so wieder raus. Mhm. Und hat sich dann am Wochenende meistens antrinken müssen, damit er das... Um das zu verkraften. Ja. Das ist auch so ein Thema, wo viele mich gefragt haben, wieso ich so viele verschiedene Dinge mich auskenne. Ich meine, ein Teil ist jetzt natürlich Papa, das ist jetzt, glaube ich, klar, wo ich ein gewisses Wissensnetzwerk natürlich schon hergehabt habe. Und das andere ist, wenn man dann nicht trinkt, nicht raucht, nicht fortgeht, all diese Dinge nicht macht, hat man sehr viel Zeit. Und vor allem Zeit, die andere für die Erholung brauchen oder Restauration quasi. Wenn ich mir überlege, wie viele Sonntage bei meinen Freunden draufgegangen sind für das tut weh und muss man mal ausschlafen. Ja. Und ich bin dann da früh rausgekommen und immer nächster Input und habe Kurse gemacht und habe eine Trainerausbildung schon parallel zu der Schule gemacht. Und da hat man dann viel Zeit, ja, wenn man überlegt, was sich da alles ausgeht. Und über die Jahre, klar. Genau, summiert sich das. Mit dem Wissensdrang, mit der Möglichkeit, sehr schnell zu lernen, keine Angst zu haben vor gewissen Dingen, weil ich halt immer gehört habe, du kannst, du bist, du wirst. Plus ich gewusst habe, mit der richtigen Technik kriege ich da oben alles rein, was ich möchte. Jetzt sagen natürlich manche, ja, der ist nur Zauberer geworden. Sag ich, ja, liebe ich heiß. Ja. Und ich weiß auch, wenn ich jetzt zum Beispiel Physiker werden will oder Arzt werden will oder Elektriker, ich habe die Schranke nicht im Kopf, dass ich sage, um Gottes Willen, das kriege ich nicht hin, dann muss ich ja was Neues lernen und jetzt habe ich gerade das noch. Habe ich nicht. Wenn ich das will, mache ich das. Klar, warum nicht? Das ist so viel wert. Ne? So viele Kinder hören, im Kindesalter hört man schon, na, du kannst das nicht, du bist zu blöd dazu. Und nehmen ihre Träume das geht nicht. Und schmeißen sie, was furchtbar ist. Ich habe selber viel in den Schulen da miterlebt, was das betrifft. Ja. Und da habe ich das einfach schon ganz anders mitbekommen. Mhm. Ja. Kannst du dich eigentlich total glücklich schätzen. Ne? Kannst du Mama und Papa richtig Danke sagen. Sie sind so ausgelacht worden, aber irgendwas hat funktioniert. Ja. Ich habe nur gehört, ein Künstler willst werden, ein Hungerkünstler. Ja, ein Hungerkünstler, Wahnsinn. Ja. Genau, das haben sie mir auch gesagt. Mhm. Aber es klingt jetzt vielleicht ein bisschen arrogant, aber ich kann mich erinnern, dann habe ich den ersten Abend gehabt, wo ich in einer Stunde das verdient habe, was die anderen im Monat verdient haben. Und ab da war Ruhe. Ja. Hat einige Jahre gedauert, die haben sicher davor mit, aber Ruhe war auf einmal. Natürlich. Ja. Und dann habe ich gesagt, na und hey und cool und ich hätte auch gern was gemacht und anderes, aber anderes Kapitel. Ja. Wie seid ihr jetzt einfach, jetzt haben wir sehr viel gehört über Japan, über Peru, über die Kindheit, Schule, zurück in Österreich. Jetzt gehen wir zurück zum Verein Wissen schafft Freiheit. Warum macht ihr das eigentlich? Oder Da kommen wir jetzt zum Lernthema. Oder was ist so ein bisschen, wissen wir jetzt, was es ist, aber vielleicht erklären wir es nochmal. Jetzt sind wir ein bisschen ausgeschweift. Was ist eigentlich eine Plattform? Genau, das ist eine Online-Plattform, wo es auch natürlich Live-Vorträge dann dazu geben wird. Was darum geht, dieses ganze Wissen zum Leben, ob es Umgang mit sich selber ist, mit anderen ist, mit der Natur ist, mit den gesundheitlichen Themen ist, mit dem Lernthema ist, das allen zur Verfügung zu stellen. Also eure Erfahrung, das was ihr und die ganze Familie gemacht habt, selber erlebt habt, einfach wollt ihr weitergeben. Genau, weil ich bin das Praxisbeispiel, das quasi das Experiment-Praxisbeispiel, also irgendwas hat funktioniert dabei. Funktioniert, okay. Ja. Und was glaubst du nur, wenn jetzt das Thema von der Schule her, was glaubst du denn, jeder von klein auf weiß, ich kann alles lernen, mir stehen alle Türen offen, du kannst, du bist, du wirst. Na, unglaublich.
Das wäre, was sich verändern kann. Ja, natürlich. Und das immer nur bei einem kleinen Punkt. Mhm. Geschweige denn, wenn man weiß, okay, gesundheitliche Themen, so wie es der Papa kennengelernt hat, hey, wenn man mal weiß, wo ist eine Ursache dazu, dann kriegt man das auch recht schnell weg. Man muss sich nur an einem Punkt klar werden. Und das ist auch die erste Regel, die in dem Gesundheitsbereich dann dort steht. Du und nur du bist für deine Gesundheit verantwortlich. Wie heißt du schön, wem du die Schuld gibst, dem gibst du die Macht. Ja? Und das System lebt halt, oder das Pharmasystem lebt halt von der Krankheit. Und dafür arbeiten sie. Ist ja auch in gewisser Weise als Firmensicht logisch. Du lebst von der Gesundheit, dafür musst du arbeiten. Mhm. Und du darfst selber darüber nachdenken, und das ist wie der Überschrift, frei denken, frei handeln, frei entscheiden, selber mit Herz und mit Verstand überprüfen. Mhm. Dann stehe ich selber dazu. Und ich habe auch in der Zauberei gewusst, weil alle gelacht haben, ja, wenn ich es nicht schaffe, weiß ich, wer es nicht geschafft hat. Wenn ich es aber schaffe, weiß ich auch, wer es geschafft hat. Mhm. Ja, und nicht so, wie es bei manchen ist, ja, und der Chef hat einen Blödsinn gebaut, jetzt sind wir alle gekündigt worden, da stehe ich quasi auf der Straße. Nee, ich habe es selber in der Hand. Und ich nehme auch meine Gesundheit gern selber in die Hand, ich nehme meine Bildung gern selber in die Hand und auch alle anderen Dinge. Und das habe ich einfach gelernt. Eigenverantwortung. Genau. Das ist Sinn und Zweck von der Plattform. Ich möchte nur zwei, drei Punkte von der Plattform einfach erklären dazu, dass es ein bisschen Sinn macht, nehmen wir den Bildungspart. Und das mit der halben Stunde pro Woche geht wahrscheinlich nicht bei jedem. Da wird es dann vielleicht eine Stunde am Tag sein. Naja, ist auch okay. Ist ein Luxusproblem, wenn du weißt, wie man es einem Rennfahrer erklärst, du wirst 10 Sekunden pro Runde schneller sein, aber nicht die Hälfte der Zeit. Der wird sich auch denken, na, super, ne? Im Gedächtnistraining, was du gesagt hast, wie bin ich auf das gekommen? Und ich habe angefangen, von der Zauberei kennt man solche Dinge wie Memotechnik, Loki-Technik und so. Mhm. Dann stehst du auf der Bühne, der ruft da was zu und eine halbe Stunde oder Stunde später musst du das perfekt wiedergeben können, einen Kontext machen, vermischen, dir was rauslesen können. Was hat der gesagt? Wie hat der reagiert? Was war der Pulsschlag dazu? Hat der gelogen? Hat der nicht? Das muss ich alles reinkriegen in kürzester Zeit und das gespielt, obwohl ich normal anders weitermache. Das heißt, das war schon Start zu all diesen Dingen. Okay. Da habe ich mich mit verschiedenen Techniken beschäftigt. Dann habe ich mich mit anderen Leuten getroffen, die sich damit auskennen. Habe dann einen Schweizer Gedächtnistrainer noch kennengelernt, den Gregor. Habe da wiederum gewisse Puzzlesteine weitergelernt. Mhm. Und der Rest war dann Learning by Doing. Okay. Ja, Gedächtnispalast war dann noch so ein Thema, was man oft im Fernsehen dann hört, bei so Serien wie The Mentalist. Da habe ich gedacht, hey, das will ich auch. Ja. Ich will auch so schnell werden, weil der hat so eine 100-stellige Zahl genommen. Ja. Und das war für irgendeinen Tresor. Und der schaut sich die so kurz an und verbrennt die. Nein, um Gottes Willen, wir kommen nie wieder in den Tresor rein. Und der so, nein, entspannt euch, Jungs, ich habe mir die gemerkt. Ich denke mal, ich bin schon echt schnell, aber so schnell noch nicht. Und das war so ein bisschen ein Biss, wo ich gesagt habe, so, da gebe ich jetzt noch mal gerade. Ich in meinem Denken denke mir immer, wenn der das kann. Genau, kann ich es auch. Ne? Kann ich das auch. Ich meine, mir war klar, mit meiner Größe Limbo-Tänzer, professioneller wird nichts. Aber alles andere, was irgendwie im möglichen Bereich liegt, denke ich mir, warte, klar kann ich das auch. Was heißt. Die meisten sagen, ja, wenn der hat das geschafft, sag ich, nein. Der hat es geschafft, also schaffe ich es aus der Rechten. Was soll sein? Und habe dann ein bisschen mehr Gas gegeben in die Richtung und dann bin ich irgendwann im Freibad gelegen und habe Nummern auswendig gelernt, so 200-stellige Zahlen auf Zeit zu merken. Jetzt kannst du dir vorstellen, was meine Freunde gesagt haben, so, jetzt ist er durchdreht. Ne? Der Zauberer hat eh schon einen gewissen Stempel am Kopf. Ja? Jetzt lernt er in seiner Freizeit Nummern auswendig, die er nicht einmal braucht. Da war es vorbei, Mann, ja? Jetzt dreht er durch. Und da war ein Volksschullehrer dabei und hat gesagt, du, was du mit Mathe und Zahlen machst, ist eigentlich interessant. Mhm. Magst du es nicht mal meiner Klasse zeigen? Dann so, von mir aus, ne? Zweite Klasse Volksschule im Burgenland. Und habe gefragt, was macht sie gerade? Ich habe gesagt, derzeit war ich nie in der Schule. Nein, wir machen gerade das 1x1. Bin ich mal drauf gekommen, was das für ein Leidensweg ist für die meisten Kinder, geschweige denn, wie viele das dann wirklich können mit der Zeit. Haben auch den Spaß gemacht, haben so ein Mikro genommen, bin einmal durch die Fußgängerzone und habe wildfremde Erwachsene nach dem 1x1 interviewt. Mhm. Spannende Antworten waren 104 und 41. Dann habe ich gedacht, was mal was ist 41? Ja, das ist ja genau, habe ich auch überlegt. Habe ich irgendwas? Nein. Und wir waren nach gut einer Stunde dort fertig mit dem 1x1. Die Direktorin hat natürlich große Augen gekriegt, hat gesagt, was ist passiert? Dann haben mich am nächsten Tag zwei weitere Schulen angerufen, die Direktorin angerufen, und habe mich auch gefragt, ob ich vorbeikommen kann zum 1x1 lernen. Okay. Habe gesagt, kein Problem, aber wollen wir nicht mehrere Fächer uns gleich anschauen, wenn ich schon hinkomme. Hat gut funktioniert, die haben alle Kinder mit Problemen zur Nachhilfe geschickt, aus drei Schulen. Jetzt kannst du dir vorstellen, irgendwann warst du nicht mehr wohin mit Kindern. Hat gut funktioniert, die haben weitere Schulen angerufen und gesagt, ich habe keine Schule, da haben wir ein Wohnzimmer, das geht sich nicht aus. Ne? Ich bringe es euch gern bei, aber irgendwann ist Ende mit der Kapazität. Okay.
Habe das nach einiger Zeit wieder gelassen, habe mir gedacht, ich zeige das einfach Firmen und Erwachsenen in größeren Gruppen. Mhm. Hat gut funktioniert und die haben dauernd gemerkt, eigentlich, Ricardo, solltest du den Schulen das zeigen. Und er hat gesagt, ja, ein Konzept zusammengestellt, also den ganzen Vormittag arbeite ich mit den Kindern, Nachmittag mit den Lehrern, Abend mit den Eltern, damit sich jeder so ein bisschen auskennt. Okay. Weil es ja auch in vielen Bereichen sehr anders war, als das, was man kennt. Und man muss es einmal gesehen haben, weil sonst glaubt man es ja wieder nicht. Weil wenn du sagst, ja, der hat eine halbe Stunde pro Woche, sagt er, naja, wird ein bisschen blöd im Kopf, ne? Erzähl das dem anderen. Wenn du mal live siehst, hey, das geht mit mir ja auch. Und hey, ich kann mir auch locker 100-stellige Zahlen merken. Und hey, ich kann mir auch schnell viel Vokabel merken. Dann sagt er, aha, aber das muss man erleben. Ja? Ich kann ja auch in einem Prospekt nicht schreiben, wie ein Zaubertrick, ja, da verschwindet was, ja, ja, pfuh, was soll ich da hinschreiben? Ne? Ja, aber einmal eins, kannst du unseren Zuschauern und Zuhörern erklären, wie man, sag mal, wir wissen das jetzt nicht, ja. Wie lernt man das jetzt? Genau. Das ganz kurz oder vielleicht ein Beispiel davon. Wichtig ist, wegzunehmen die Angst bei jemandem. Mhm. Ja, die muss einmal weg sein. Angst ist das Gegenteil von Lernen. Denn Angst ist genau das grundsätzlich nichts. Ja? Und wenn wir uns jetzt eine Mathematik hernehmen, die Inder gewinnen die meisten Mathematik-Olympiaden, allgemein der Raum da drüben. Und ich glaube einfach nicht, dass es einen großen Verteiler gibt, der bei der Geburt immer sagt, ja, Genies nach Indien, Idioten nach Europa, oder glaube ich nicht. Und haben wir angeschaut, wie machen die Mathematik. Okay. Ich habe viel nicht erfunden, ich habe einfach geschaut, wo funktioniert denn schon was gut? Und einfach genommen. Ja? Und die gehen Mathematik teilweise ganz anders an. Und habe das einfach hergezeigt. Und wenn man das jetzt so an die beginnen mit dem Malrein, groß das nicht von unten, sondern von oben. Okay. Warum? Jetzt, du hast selber Kinder, die Einsere war dir ein Problem für dein Kind? Nein. Mhm. Wer das nicht hinkriegt hat, hat meistens ein anderes Problem. Die Zweierreihe war meistens auch so, die Zehnerreihe genauso und die Fünfer bei den meisten. Mhm. So, jetzt macht er die erste Reihe, die zweite Reihe, sieht die dritte, und im dritten hat er meistens die ersten Stolperer. So, 3x7, 3x8, meistens die ersten kleinen Stolperer. Was sieht der im Augenwinkel? Da gibt es eine 7er, eine 8er, eine 9er Reihe, um Gottes Willen. Ja, das ist einfach, das ist unterbewusst passiert. Ja. Und was macht umgekehrt? Jetzt hast du die 10er Reihe, die kriegen die genauso leicht hin. Ja. Und jetzt zeige ich denen, dass die 9er und die 8er und die 7er Reihe zum Beispiel so gehen. Und jetzt sieht der im Augenwinkel, da gibt es ja noch eine 4er Reihe. Dann mache ich noch locker. Ist weniger, muss leichter sein. Ne? Muss ja noch viel leichter sein. Ja, wir können eine schnell machen und wir können ja mal ein anderes Ding machen, wo wir genau auf diese ganzen Themen eingehen. Aber ich glaube, das wird das jetzt sprengen, weil ich habe 8 Stunden Vorträge dazu gegeben. Das wirst du wahrscheinlich nicht. Zeit haben wir jetzt das nicht. Das wirst du nicht aushalten. Das werden alle die Zuschauer nicht aushalten. Aber ich glaube, also ich kenne ja das teilweise, aber ich glaube, unsere Zuschauer, Zuhörer, die brennen ja drauf. Ne? Können wir gerne mal machen, aber ich glaube, ist jetzt zu viel. Einfach ein schnelles Beispiel, wenn ich mir was vorstellen kann. Okay. Ja? Ich darf dich kurz als kleines Kind nehmen, ist es in Ordnung? Natürlich. Ja, Jürgen, du bist jetzt kurz ein kleines Kind, ja? Und wir üben jetzt die 9er Reihe als nächste. Die 10er Reihe kannst du ja schon, oder? Natürlich. Sehr gut. Die nächste ist die 9er Reihe. Mach mal. Ja, schauen wir mal auf der Tafel, das nächste ist die 9er. Jetzt darf ich dich mal bitten, Jürgen, mach mal so. Mhm. Gut. Schön, Hände schön zusammen, ja? Womit möchtest du 9 multiplizieren? Mit 3. Nein, zu 3 kannst du schon zählen. Natürlich, oder? Super, dann machen wir das mal gemeinsam. Schau mal. 1, 2, 3. Wir wollen ja in die Kamera, gell? 1, 2, 3. Ja, genau. Oder vielleicht eh in die, da sieht man das eh super. Also ja. So, ja. Genau, das ist der dritte Finger, also wir wollen ja mal 9 mal 3, den klappst du ein. Und jetzt zähle mal vom eingeklappten Finger rechts weg, wie viele Finger hast du über? 7 würde ich sagen. Genau, auf der anderen Seite? 2. Genau, also lernen wir 9 mal 3 ist 27. Genau, ja. Und wenn du jetzt grinst, kannst du dir vorstellen, wie die meisten kleinen Kinder... Wow, geil, ne? Genau, also das kann man mit allem Möglichen machen, ob das jetzt, hast du jetzt 9x4, hast 6 da, 3 da, 36 oder 9x8, 2 da, 7 da, ist jetzt mal nur die 9er Reihe. Und da gibt es für alle Malreihen einen kleinen Schmäh wie den. Und jetzt kannst du dir vorstellen, du gehst hin, zeigst es den Kindern 10, 15 Minuten zu diese Dinger, die fangen an zum Rumspielen, können sofort fast alle rein, können dich auch sofort hinschreiben, ja, sofortiger Erfolg, sofort in der Emotion drinnen. Und was machen die? Die rennen rein, Papa, schau mal! Und erzählen es weiter. Ne? Bring es jemand anderen bei und dann hat es hier kapiert. Und jetzt sagen natürlich viele, ja, du sollst ja nicht mit den Fingern rechnen. Erstens einmal ist das ein Blödsinn. Und zweitens, machen die auch nicht. Was passiert nach ein, zwei Wochen? Der hat das freiwillig so oft durchgespielt, da kam das im Schlaf, da kommt der erste Obergescheiter in die Klasse und sagt, ich kann es ohne Hände. Und du? Passiert eh automatisch. Habe ich so oft erlebt. Und was ist noch was anderes zu dem Angstthema? Jetzt hat der die erste Schularbeit. Um Gottes Willen, die erste Prüfung, der wird nervös. Und im Fall war es nicht einmal Nervosität, das kennen wir eh alle. Was hat er immer dabei? Die Finger. Ne? Dann soll er nachschauen. Was soll der Lehrer sagen? Gib den Schummler weg.
ist ein bisschen schwierig. Wird schwierig zum Diskutieren. Es ist einfach so eine schnelle Technik dazu. Ja. Also Lieben, wir prüfen das ab. Die 9er Reihe. Genau. Ja, das Gleiche kannst du mit Wochentagen machen, wo du das auf Körper ablegst. Körper hat mit dem Kind irrsinnig viel Verbindungen im Hirn, weil jetzt hast du deine Schulter und dein Knie und dein Zehen schon hundertmal angehaut. Und das sind Verbindungen, mit denen man arbeiten kann. Und dann sage ich denen zum Beispiel, wir gehen die Körperliste mit denen vor, durch mit den Kindern, müssen so am Körper rumgreifen, das kriegen die locker hin. Okay. Und dann sagst du, schau mal auf den Fuß, da scheint der Mond drauf, ist der Montag. Mhm. Und was hat ein Vierjähriger mit dem Montag zum Verständnis? Nix. Der Montag, ganz beliebt, der vierte Punkt sind die vier Buchstaben dahinter. Sage ich zu denen, wenn sie am Topferl sitzt, da donnert sie, oder? Das ist der Donnerstag. Ja, und auf den Schultern, da brennt euch die Sonne drauf. Ja, da sitzt nicht im Zwerg am Schulter, Sonnenbrand, ist der Sonntag, weil da scheint die Sonne immer drauf. Ja. Das braucht ein paar Minuten, zack, 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 und die haben das Intus. Also unter Anführungszeichen merkwürdige genau. Geschichten. Aber es funktioniert. Merkt, ja. Die Kinder haben Spaß, der Lehrer hat weniger Stress, die Eltern haben keinen Stress damit, es geht ratzfatz und ich habe Zeit für Dinge, die wichtig wären. Das klingt richtig gut. Genau. So, bin in Schulen gegangen und habe dann gesagt, was zahlt ihr für so einen Tag? Nix. Wir sind unterfinanziert, an Externe können wir sowieso nichts vergeben. Ja, also eine Direktorin hat gesagt, na, 20 Euro stellen wir schon so auf. Der Klassiker. Für den Tag. Ja, haben wir gedacht, wow. Ich weiß nicht, ob du weißt, was man so als Zauberer verdient, aber glauben wir, es ist mehr als 20 Euro. Ja. Ein bisschen mehr. Sagen wir einfach, es ist mehr. Ja. Ich habe dann gesagt, na okay, mache ich einfach trotzdem einmal zwei, drei Tage, weil ich weiß ja nicht, wie es kommt an. Mhm. Und wenn ich nicht weiß, wie es ankommt, brauche ich über das Geld auch nicht streiten. Und ich habe immer Zauberei gehabt, habe das ja nie geplant, dass ich das wirklich mache. Und ja, und dann habe ich am zweiten Abend gewusst, wie ich das finanziere, und zwar über die Eltern, und die wussten es nicht. Weil die haben dann gesagt, du, mein Mann, der arbeitet in der Sparkasse in Wiener Neustadt, die suchen jemanden für Zahlengedächtnis, Namengedächtnis und so, machst du sowas? Ja, super. Sag ich, klar. No. Nein, dann gesagt, du, meine Schwester, die heiratet, die sucht für die Hochzeit eher einen Zauberer, ganz dringend, machst du das? Kalender raus, klar mache ich das, na, morgen scheiße, mein Job. Ich habe mir jetzt Zauberer auch immer teilweise vorgestellt. Ne? Und dann haben sie gesagt, ja, machst du Medizinaufnahmeprüfungen, so Hilfe? Sag ich, klar, warum nicht? Machst du das mit Jura? Ja, warum nicht? Gibt es dann einen Online-Kurs? Sag ich, nein, erstelle ich euch. Gibt es einen Wochenend-Crash-Kurs? Sag ich, nein, die erstelle ich euch. Okay. Und dann waren so diese vier, fünf Fragen, die dauernd daherkommen sind, habe ich einfach angefangen anzubieten. Und seitdem bin ich mit meinem Bruder mittlerweile dann schon und mit einem Team jahrelang jetzt in den österreichischen Schulen unterwegs. Die Schulen müssen nie was zahlen. Und es ist mein Risiko oder unser Risiko, dass wir das am Vormittag bei den Kindern so toll machen, dass dann am Abend welche kommen und die Eltern dann sagen, hey, ich hätte das zum Beispiel gerne in der Firma. Mhm. Und damit finanzieren wir auch ganz kleine Schulen mit. Wir waren zum Beispiel in Osttirol, in Untertillach, wenn das wer kennt. Dort gibt es nur vier Schüler. Das da kommen am Abend nicht die Massen. Mhm. Aber ich habe Workshops gehalten bei Google, bei HP, bei der Sparkasse, bei 3 und so. Und damit kann ich das wieder mitfinanzieren. Verstehe. Ja, und so hat sich das in der Waage gehalten. Ja, und das ist nicht nach oben gegangen, sondern das ist so gegangen. Mhm. Das ist explodiert, muss ich wirklich dazu sagen. Habe ich nie geglaubt, das hat sich mit der Zauberei dann noch gegenseitig hochgeschaukelt. Ich war ziemlich am Limit, was Vorträge betrifft. Ich habe hunderte im Jahr dann teilweise gegeben, weil am Tag mehrere. Und habe das aber überlebt in dem Sinne, weil einfach, was glaubst du, wie es dir geht, wenn du jede Woche Briefwahl kriegst von Schülern, die es umgesetzt haben? Natürlich umgesetzt, weil wenn einer sagt, ich bleibe auf der Couch und mein Gedächtnis soll schneller werden, das ist wie wenn ich einen Schwarzenegger herstelle, der kann da gute Bizepsübung zeigen, wenn du aber sagst, mache ich nicht. Wird es ein bisschen schwierig. Es ist Gedächtnistraining, kein Gedächtnisgeschenk. Ja, aber wenn es dann funktioniert, rennt es wie blöd, und dann habe ich einfach Rückmeldungen von manchen Papas und Mamas gekriegt, kann mich nur erinnern, war wirklich schön. 5 Seiten, wo ich einen Brief kriegt, handgeschrieben von einer Mama. Und habe ich mit dem Kind nämlich ein paar Mal hingesetzt gehabt, weil das war das Thema, der war sehr, sehr lernschwach. Hat zusätzlich noch eine Dyskalkulie gehabt, leichte Legasthenie, und da hat es geheißen, der hat so Panik gehabt, dass er beim AMS landet, nie einen Job kriegt, und da ein Riesenteam. Bei den Eltern ist es finanziell auch nicht gut gegangen, die haben auch Panik gehabt, um Gottes Willen, was ist, wenn der Sohn verdient auch nichts. Ja, war ein Panikthema. Und der hat aber trotzdem einen gewissen Biss gehabt. Und hat einfach durch ein paar Übungen gemerkt, hey, ich kann das, ja, ich muss nur für mich anders machen. Bei Schulsystem hat ein System, aber es zeigt nicht, wie das Hirn arbeitet. Deswegen fallen manche durch und manchen geht es gut. Mhm. Hat nichts mit Intelligenz, sondern mit Anpassungsfähigkeit zu tun. Und der hat das einige Zeit durchgezogen. Und die hat mir dann geschrieben und hat gesagt, irgendwann ist er von der Schule heimgekommen und hat gesagt, Mama, Mama, ich bin so ein Genie, ich war Staatsanwalt. Mit so einem Ego. Ja, sehr cool. Und die hat gesagt, dem nochmal einreden, dass er blöd ist, ist schwierig.
Ja, der steht voll hinter sich. Sehr cool. Und das habe ich einfach wirklich oft gekriegt. Ja, wirklich, wirklich oft. Natürlich gehen manche speziell Lehrer oft dagegen, weil jetzt erklärt ihnen ein junger Scheißer, wie es lernen geht. Klar, verstehe ich auch zu gewissen Part. Ja. Wird es bestimmt auch Gegenstimmen geben, die, oder? Die das angehen. Freunde, ja, klar. Ja, Gegenstimmen. Wenn einer sagt, du, ich habe ein Sprachensystem, das viel, viel besser geht zum Sprachen, dann sage ich, ja damit. Aber ich habe gehört, du bist kein Akademiker, woher sollst du das wissen? So Blödsinn, ich habe das immer so gemacht. Hm. Ich habe nie Argument gekriegt. Wie viel Argument bin ich offen? Wenn man der erklärt, hey, schau mal, so und so ist viel, viel besser, dann sage ich ihm, sag's mal, bitte. Ja, also aber, Praxis. Genau, und ich habe es jetzt mittlerweile mit zigtausenden Menschen gemacht und es funktioniert quasi jedes Mal. Natürlich, wenn man ein bisschen dran bleibt, so wie bei allem. Ja. Klar. Also mir kann keiner mehr erzählen, dass das ein Blödsinn ist und nicht funktioniert, weil wir haben da Erfolge hinbekommen, die sind auch für sich teilweise unmöglich gewesen vorher. Wow. Ja, und dann war natürlich das Thema, dass die gesagt haben, hey, bau Schulen nach dem Konzept. So. Und dann haben wir gedacht, okay, wie mache ich das, weil staatlich finanziert werden es mal nicht unbedingt werden. Ich habe mit dem Bildungsministerium so gewisse Krachs gehabt, weil die waren nicht ganz meiner Meinung, dass man so unterrichtet. Ne? Halte die Masse dumm, kannst du es leichter regieren, hat auch Cäsar schon gewusst. Weil ich habe ihnen mehrfach angeboten, dass ich das alles gratis mache. Ich habe gesagt, ich bilde euch alle Lehrer um, ich mache das Schulsystem anders. Wir haben es ja alle für die Kinder nachher besser. Wurde nicht gewollt, ist ein anderes Kapitel. Weil mich so viele Eltern natürlich gefragt haben, wieso sagt uns das niemand von oben, wieso musst du uns das dann erzählen? Ja? Und dann habe ich gesagt, fragt es halt selber. Und dann haben die irgendwann bei mir angerufen, dann sind diese Gespräche zustande gekommen. Aber das ist wieder ein anderes Kapitel. Und dann habe ich gedacht, die muss eine Schule sein. Ja? Ich dachte, okay, jetzt muss ich trotzdem noch das hinkriegen, dass der im normalen System eine normale Prüfung hinkriegt. Weil so rausnehmen, so wie wir es gemacht haben, ist für viele halt ein Problem. Ja, ist schwierig. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss dem normalen Stoff ihm beibringen. Wie lange brauche ich? Und dann bin ich eben auf diese Rechnung gekommen, weil ich mit so vielen Kindern einfach probiert habe. In der Volksschule ist es circa eine Stunde am Tag. Und die ist aber mit so und rumhampeln währenddessen, also nicht klassisch. Ja, und danach zwei Stunden. Klingt vollkommen utopisch. Wer mal sich zwei, drei Vorträge von mir angeschaut hat, sagt, hat mit Utopie nichts zu tun. Ja, das ist, klar geht das natürlich. Ja. Es ist halt in unseren Köpfen drinnen, dass das so lange dauern muss, ne? Weil es bis jetzt immer so war. Genau. Und keiner ist ja gekommen und hat es mal bis jetzt anders gemacht, ne? Außer du. Genau, aber man sagt ja, wenn alles immer schon so war und man sagt ja auch, wenn wir am Höhepunkt unserer Zivilisation sind, sage ich, wir sind noch nie so krank gewesen und die Natur war noch nie so kaputt, also kann irgendwas nicht ganz passen. Ja, und ich habe mich auch mit der Geschichte viel auseinandergesetzt, siehe jetzt Inkas zum Beispiel. Da stimmt hinten und vorne nichts, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt. Ja, immer die Frage, was wird einem erzählt, aber im Normalfall, wenn man das spiegelt, kommt man der Wahrheit sehr nahe. In fast allen Fällen. Ja. Und nochmal, ich habe wirklich nichts gegen ein System, so wie ich es vorher gesagt habe, ich mag es noch nicht, angelogen zu werden. Und ich überprüfe Dinge gerne selber. Ich fahre dann dorthin, ich schaue mir das an. Und alle haben auch gesagt, in der Schule, du wirst nie, wird dir wer zuhören, nie wird irgendwas funktionieren. Und es ist explodiert. Wild explodiert. Ich habe noch nie gesehen, dass etwas so schnell wächst. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, eine Stunde, nachher zwei Stunden am Tag. Jetzt habe ich viel Freizeit. Jetzt hast du aber zwei Eltern, die arbeiten, kann ich nicht sagen, das Kind schicke nach einer Stunde daheim. Die kriegen die Krise mit mir. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt habe ich Zeit für eine Lebensschule. Und da gibt es drei wichtige Fächer. Okay. Und das erste ist der Körper. Und das sind auch die Fächer, die an und für sich das Hirn am schnellsten entwickeln würden, aber immer gestrichen werden. Das ist Sport, Musik und Kreatives, also Zeichnen. Das ist dauernd wird das gestrichen. Mathe ist ganz am Schluss. Sprachen ist dann noch etwas, was das Hirn super entwickelt, aber das, was wir so als wertvoll erachten, irgendwelche Grammatikregeln, ist ganz am Schluss versehen. Ist überhaupt nicht wichtig. Und das heißt, das erste Fach rund um den Körper, da geht es um Sport, da geht es um Musik, da geht es um Bewegung, da geht es um Körper kennenlernen. Wenn der eine sagt, du, ich will nur tanzen und singen und Sport und Zeichnen geht am Nerv, super. Und jemand wie der Papa hat das Kind wahrscheinlich gesagt, du, ah, ich möchte gern zeichnen und ich möchte gern singen, aber vielleicht geht mir Sport am Nerv. Stimmt jetzt in dem Fall nicht, aber angenommen, ja. Dann kann er das so ausleben. Genau so, okay, ja. Und ich kenne kein Kind, das sagt, ich will den ganzen Tag auf der Couch sitzen bleiben, ich will mich nicht bewegen, ich will nicht singen, ich will nicht zeichnen. Den kenne ich nicht. Das gibt es nicht. Also, noch nie kennengelernt. Also nachher, wenn er verzogen wurde irgendwann einmal. Vielleicht, wenn es einem Kind schlecht geht oder wenn es krank ja, ist. Ja, aber allgemein, genau. Ich habe auch noch kein kleines Kind gesehen, das interessiert mich für nichts. So, das heißt, man muss später mit dem arbeiten. Ja? Und ich muss denen auch nicht in dem Alter das 1x1 beibringen. Auch nicht das ABC. Die kommen eh alle selber. Genau. Ich habe mit manchen dann gearbeitet und gesagt, ja, der eine kommt halt erst mit 8. Aber dann geht es so. Weil der sagt, ich will das lesen können. Der andere kommt mit 4 schon drauf. Aber die Zeit darf man ihnen
geben. Genau, statt die Kinder Angst fangen sie selber. Die kommen eh alle selber daher. Absolut. Und ich habe mit so vielen Schülern geredet, mit tausenden Schülern, speziell mit 14-Jährigen, auf die Lehrer nach draußen gebeten und gesagt, so, ich möchte euch ein paar Fragen stellen. Ihr habt es jetzt gesehen, Lernen geht anders. Und stellt euch mal vor, ich bin Gott und Bildungsminister in einer Person und komme morgen so wach und alles ist anders, alles. Was wünscht ihr euch? Und dann haben die ein bisschen nachdenken, 10 Minuten habe ich meistens Zeit gemacht und dann hätte ich gern Feedback dazu. Ne? Und na klar, mein Papa sagt, brennt die Schule nieder. Aber ganz wenige. Klar, kommt. Ja, nochmal, klar, die waren angefressen. Aber 90% haben zwei Dinge gesagt. Wir wollen anders lernen, mit Spaß. Das haben sie jetzt gesehen, dass es überhaupt geht. Und wir wollen etwas lernen, bei dem wir später wissen, dass wir es brauchen können. Hat keiner gesagt, ich will nie wieder lernen, ich will nichts dazulernen, ich will nichts können im Leben, hat niemand gesagt. Also davon bin ich auch überzeugt. Die Leute, die sagen, ich möchte nicht mehr in die Schule gehen oder nicht mehr lernen, die meinen, sie wollen den Stoff, den sie sonst in der Schule vorgekaut bekommen, nicht mehr lernen. Und es hat kein Schüler sich je beschwert. Keiner hat sich je beschwert, dass er das einmal eins lernen musste, dass er lesen lernen musste und schreiben lernen musste. Aber über irgendwelche komischen Gleichungen und irgendwelche Physikformeln, die kein Schwanz braucht, ja. Wenn man es nicht weiß, warum man es lernen muss. Ich kann ja auch einem Erwachsenen, jetzt 80-Jährigen, nicht sagen, du musst jetzt alle Pokémon auswendig lernen und das bitte mit Begeisterung. Der wird dir auch fragen, bist du irgendwo dagegen gelaufen? Genau, die Kinder machen es ganz natürlich. Ne? Genau, das heißt, in der Schule ist das erste Fach alles rund um den Körper, auch verstehen lernen, wie funktioniert der, wenn es einmal schmerzt, aha, warum, was kann man da, was fühlt man da überhaupt rein, überhaupt alles in den Körper. Ja? Ich möchte jetzt nicht so lange, da könnte ich über das Fach wahrscheinlich ein eigenes Buch schreiben. Das zweite ist, zum Körper gehört alles, was da oben ist, also was da und da reinkommt oder da rauskommt auch wieder. Ne? Umgang mit sich selber, Umgang mit anderen. Von der Meditation zum Mentaltraining, zum Sprechen lernen, vor anderen sprechen lernen. Da gibt es so viel, was da möglich ist. Und ich habe auf einmal die Zeit. Cool. Ne? Und das dritte Fach ist, was brauche ich fürs Leben? Weil jetzt kenne ich mich mit mir aus und mit anderen. Jetzt kann ich damit umgehen und in den normalen Unterrichtsstunden lerne ich ja lernen. Also die Fähigkeit, sich etwas beizubringen sowieso. Jetzt kann ich alles, jetzt habe ich ein gewisses Ego, jetzt kann ich mit mir und anderen umgehen. Was brauche ich noch? Das ist so eine gewisse Grundvorbereitung aufs Leben. Das heißt, das ist ein Part, was kommt ziemlich sicher auf mich zu? Ein Reifenwechsel, eine Steuererklärung vielleicht einmal, ein Mietvertrag, was kochen, im Haus was reparieren. Wenn dann niemand zeigt, dass ich mich selbstständig gemacht habe, denke, bist du, ich habe Einkommen. Dann habe ich mal draufgekommen, es gibt eine Steuer, es gibt eine Sozialversicherung, denke ich habe kein Einkommen. Hat mir niemand je gezeigt, oder wie ich mit Geld umgehe, oder mit so vielen anderen Dingen, hat man nie mehr gezeigt. Genau, wie mache ich eine Überweisung, ne? Wie kann ich das Internetbanking machen? Bin da gestanden, was ist denn das überhaupt, was wollen die von mir? Dinge, ja. Und da habe ich auf einmal Zeit, dass ich all diese Dinge mache. Sehr cool. Ja? Und der zweite Part vom dritten Fach wird dann sein, bereite dich vor auf das, was du später machen möchtest. Weil jetzt musst du dich mit 14 entscheiden, ja, wer Elektriker, wer dies, wer das. Die meisten gehen irgendwo beim Papa in Betrieb oder das, was sie halt gehört haben oder glauben, aber sie haben es nie probiert. So, und jetzt habe ich mit vielen Unternehmern in der Umgebung gesprochen und gesagt, wer sie bereit, ab und zu mal so Kinder reinschnuppert. Die meisten haben sich total gefreut, und der kommt ein bisschen ein Leben rein, alles motivierter, ja, nach Außenwirkung sowieso. Und das heißt, das dritte wäre, der darf sich ab einem kleinen Kind an, wenn er sich für etwas interessiert, suchen wir einen Betrieb und er darf einmal reinschnuppern. Super. Darf sich mal unter das Auto legen und darf einfach mal schauen. Und dann kommt der eine vielleicht drauf, du Mechaniker, da wäre ich, das ist nicht nur Schrauben und lustig und brumm brumm, sondern da werde ich ölig und dreckig und das stinkt. Und der andere sagt, ich will Anwalt werden, kommt drauf, ich sitze den ganzen Ding, ich will Mechaniker werden. Genau. Und der andere sagt, aber ich will eigentlich Bürojob, weil das mag ich. Und so kann jeder schon mal testen, was taugt man. Und wenn er das Ego hat, kann er später eh immer wieder wechseln. So wichtig. Genau, aber das wäre so mein Traum. Da gibt es natürlich eine ganz andere Art von Lehrerausbildung, die auch mehr Coach und für die Kinder da ist und eigentlich nur Rahmenbedingungen schafft. Aber das würde jetzt zu weit ausufern. Das ist so die Schule der Zukunft, wo ich angefangen habe, in die Richtung zu bauen, wo wir schon gute Erfolge gehabt haben. Wir haben angefangen haben zu sammeln in die Richtung, dass wir solche Schulen bauen können. Das ist durch den, ich nenne es jetzt einmal Weihnachtsmann-Virus, ein wenig gestoppt, das Projekt. Weihnachtsmann-Virus. und ja, aber wir werden es wieder aufnehmen in Zukunft. Ja. Und von dem heraus, jetzt bringen wir die Brücke dazu, ist auch das andere Projekt entstanden. Jetzt habe ich auf einmal wieder Zeit gehabt. Man dachte, wie bringe ich all diese Dinge trotzdem nach außen, ohne dass es die Schulen jetzt schon gibt, auch für die Erwachsenen natürlich. Und da ist dann die Idee entstanden, okay, ich mache einen Verein, eben den Wissenschaftsfreiheit. Wenn jemand all das Wissen, was wir in der Familie haben, was wir auch bei Freunden haben, die viel erlebt haben, alle, die bereit sind, gratis etwas herzugeben, was der Menschheit hilft,
Weil ich weiß nicht, wie viele Stunden, Wochen und Jahre ich gesucht habe in YouTube-Videos, bis du mal was Gescheites findest, was funktioniert. Und ich kann bei all den Dingen sagen, ich habe es probiert. Ja? Und wenn es mal nicht ich probiert habe, dann wird es jemand anderer dieses Video da drin sagen, ich habe es probiert. So funktioniert es, oder? Ja. Das funktioniert wirklich. Und mir kann niemand sagen, dass alternative Lernmethoden nicht funktionieren. Das wird ein bisschen schwierig. Das ist genauso wie der eine, der zum Beispiel irgendwas auf einmal angefangen hat zum Essen oder nicht mehr zu essen und wurde von irgendetwas geheilt, dem nochmal sagen, ist ein Blödsinn, ist schwierig. Ja, wenn man es einmal erlebt hat, geht das fast nicht mehr. Ne? Und jetzt ist mein Ziel einfach in dieser Plattform, all diese Dinge reinzubringen. Ja? Das wird grundsätzlich kostenlos sein, aus genau dem Grund, damit niemand sich beschweren kann, ja, aber Gesundheit und gute Bildung und sonstiges ist was für die Reichen, das können sich nur manche leisten. Es wird natürlich die Variante geben. Ich werde dir zeigen, hey, schau mal, kauf nicht irgendwelche teuren Pulver vom Ende der Welt, wo irgendwas abgeholzt wird oder kaputt gemacht wird, sondern es gibt Kräuter in deinem Garten oder in deinem Wald ums Eck, die sind viel wirksamer, die kosten gar nichts, du musst nur ein paar Meter deinen Hintern dorthin bewegen. Natürlich, wenn einer sagt, er ist zu faul, dann soll er sich das irgendwo in Kapseln kaufen. Aber er kann nicht... Ich schon auf die ganzen Kommentare, die jetzt darauf kommen werden. Ja, ja. ich stehe dazu. Es ist okay, ich kann zu mir stehen, was ich sage. Okay. Und es darf auch jeder überprüfen. Es darf auch jeder der Meinung sein, ich bin nicht der Meinung. Das darf er ja sagen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, gell? Dass es nicht so dogmatisch sein soll, sondern es ist ein Vorschlag. Ne? Genau. Etwas, was ihr selber erlebt habt, was du vorgelebt hast oder ihr beide jetzt lebt. Ja. Deswegen sage ich ja immer, inspiriert zum Nachahmen. Oder genau, deswegen sage ich immer, hier ist der Erfahrungsbericht, hier sind die Fakten, überprüfe es selber aus. Mit Herz und Verstand. Und wenn du sagst, ist nichts für mich, das fühlt, dann lass es. Und wir sind in einer Gesellschaft, da ist jemand, wieso kann er nicht jemand sein mit einer anderen Meinung? Sondern der ist ein Verschwörungstheoretiker, Linker, Rechter, Nazi, Kommunist, Guru, was weiß ich was alles, habe ich schon gehört. Ja? Ja, also auch an alle, die da zuhören, die Begriffe, das sind Politik-Kasperl-Begriffe, wo es uns trennen, spalten und Co. wollen in meinen Augen und sonst gar nichts, das sollen die weiter verwenden, aber jeder, der für sich selber denkt, sollte das eigentlich gar nicht mehr verwenden. Ja? Weil wenn die Menschen da mal draufkommt, dass wir eigentlich alle zusammen können in gewisser Weise, und wenn man da mal zusammenhält und lernt, zu sich zu stehen und auch zur Familie zu stehen, und wenn die Familie stark zusammenhält und mit allen anderen, wer da eigentlich den Hebel hat. Ja, und dann möchte ich in Wirklichkeit hin. Es soll jeder frei entscheiden können. Ich habe auch zum Beispiel, weil es jetzt gerade ein Thema wieder ist, ich habe nichts gegen das Impfen. Ich will nur frei entscheiden können, ob ich es mache selber machen möchtest oder nicht. Ne? Ich habe auch nichts gegen die Schule. Aber ich möchte frei entscheiden können, ob mein Kind dorthin geht oder nicht. Oder in welche Schule. Ne? Genau. Ich möchte einfach nur frei entscheiden können. Und ich habe auch Freunde, die sind den ganzen Tag am Rauchen und am Trinken und so, und verstehen können, er darf das frei entscheiden. Ich will es nicht. Das ist das Einzige, was mir wirklich wichtig ist. Ich will es nicht. Und bei so vielen Dingen kann ich mich aber gar nicht entscheiden, wenn ich nicht die Alternative dazu kenne. Genau. Ja? Und darum geht es einfach da auf der Plattform. Und auch beim gesundheitlichen Thema, ich habe mir gesagt, okay, es ist ein Teil in der Ernährung, ein Teil in der Psychologie, manchmal sind es Mischformen. Andere Krankheiten kenne ich eigentlich gar nicht. Ich würde sagen, manche, ja, da ist ein Elektrosmog, da ist hier mal was, da ist dort mal was. Wenn diese Dinge mal halbwegs stehen, schmeißt dich das nicht um. Ja? Aber man muss dieses Wissen denen geben und dann darf sich jeder das selber durcharbeiten. Das kostet nichts. Natürlich, wenn er jetzt sagt, du, ich traue mir das nicht zu, ich suche mir einen Therapeuten, klar muss er ihn zahlen, wenn er irgendwo Zeit von jemandem möchte. Aber es ist da, es gibt diese Ausrede nicht mehr. Und ich möchte ihnen alles darlegen. Alles, was ich irgendwo gefunden habe, was der Papa gefunden hat, was wir als Familie gefunden haben, was wir als Freunde gefunden haben. Vieles, was noch dazukommen wird, das hört ja nie auf. Und ich werde vielleicht auch mal wo falsch liegen und vielleicht gibt es was viel Besseres und vielleicht höre ich in 3 Jahren von irgendjemandem, du, ich habe ein Mathe-System, das geht viel besser. Dann werden wir das updaten. Man muss ja nicht starr auf irgendwas drauf sitzen. Und es das wird heißt, eben, du bist jetzt nicht so, dass du sagst, nein, nur das System ist es. Nein, aber er muss es mir erklären können. Du bist durchaus offen, wenn jemand sagt, schau mal, ich habe da was, habe ich probiert, funktioniert für mich besser, probier es mal aus, dann denke ich, wirst du das bestimmt machen. Aber er darf nicht das Argument kommen, so wie es die meisten Menschen nämlich sagen, das sagt man so, das war schon immer so und das ist in der Zeitung gestanden. Das hat mit einem Argument nichts zu tun. Wenn er mir das erklärt, bin ich für alles offen. Aber er muss es mir erklären können. Und ich will das Beste vom Besten zusammensammeln, aber er muss es mir erklären können. Ich muss es mit meiner normalen Logik verstehen können. Und wie heißt es so schön, wenn du etwas nicht einfach runterbrechen kannst, hast du es selber nicht verstanden. Naja. Genau. Zumindest die Grunddinge, dass man sie rüberbringt. Und dann wird es auf der Plattform das einfach geben, dass man sagt, okay, es gibt den Bereich Bildung, auch wie unterrichte ich dann mein Kind zu Hause, wenn ich das möchte. Hier hast du die Tools, cool. Geht ganz einfach. Ja. Natürlich, wenn du das nicht zutraust, dann
such dir jemanden. Ja, genau. Da gibt es Möglichkeiten. Aber es geht immer darum, du hast alle Möglichkeiten dazu. Mhm. Du darfst frei wählen. Und es wird natürlich manche sagen, die sind dann krank und sagen, ich will das nicht selber in die Hand nehmen. Okay. Aber dann hat er das frei entschieden. Mhm, genau. Vorher kann er das teilweise nicht, weil er gar nicht weiß, dass andere Möglichkeiten gäbe. Aber viele würden die gern verwenden, aber sie kennen sie nicht. Und wenn einer sagt, du, ich will das nicht, ich will trotzdem ganz klassisch das machen, dann bitte, dann soll er das machen. Es zwingt ihn ja niemand zu irgendetwas. Mhm. Ja? Also da wird es den Bereich Bildung geben. Es wird den Bereich Gesundheit geben. Der gliedert sich natürlich in x Sachen auf. Mhm. Im Bereich Sport. Wie funktioniert denn das Ding überhaupt? Wie mache ich mal selber einen Trainingsplan? Man braucht nicht immer überall teuer Geld ausgeben, wenn man mal ein paar Grundprinzipien verstanden hat. Dann wird es den Bereich geben, wie lebe ich mit der Natur im Einklang? Wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehe ich mit anderen um? Also die klassische Persönlichkeitsentwicklung. Es ist ja alles da. Ja? Schön. Und deswegen meine ich, alles, was schön da ist, kann man doch zusammensammeln und denen geben. So wie vorher gesagt, ich weiß nicht, wie ich dich 2,80 Meter groß kriege. Also wirklich hohe Stöckelschuhe. Ja? Schaut vielleicht aber nicht so lauernd aus. Aber das ist die voll Dinge, okay. Ich rede mit 1,90 oft. Ich kenne das auch. Ich bin auch schon oft dagegen. Also, aber ja, so die Dinge, die da sind, warum geben wir die nicht allen zur Verfügung? Das wird gern gebremst von außen und da möchte ich einfach gegenwirken. Weil ich es von mir kenne. Sehr cool. Und von vielen anderen kennen, die das eine Zeit lang umgesetzt haben, Freunde und Bekannte im Umkreis, die sich wirklich dann einmal beschäftigt haben und wie es denen auf einmal geht. Aber wann wird es denn die Inhalte geben? Oder gibt es schon was? Die Inhalte, also jeder, der dieses Video sieht, online offiziell, dann gibt es es schon. Ja? Das wird Mitte des Jahres 2020 sein, wann auch immer der jetzt gerade zuschaut, sich das anschaut. Okay. Und ich werde, sobald die ersten 50 Kapitel, sage ich jetzt einmal, online sind, starten. Es werden natürlich irgendwann 500 oder 5000 oder 500.000, das ist übertrieben sein. Ja? Es wird immer wachsen und wachsen und wachsen. Aber sobald einmal der Grundstock da ist, wird das Ganze online gehen. Ja? Zeig mir doch die Adresse, wo das Ganze zu finden sein wird. Genau, das heißt online, also wir können es auch einblenden, ist vielleicht für manche dann einfacher. Für die, nur hören vielleicht. Genau, ja, oder wir schreiben es dann auch noch drunter. Ja. Wirsindfrei.com, ja, weil es auch mir genau darum geht. Wir sind frei. Genau, frei im Handeln, frei im Denken, frei für dem, was wir für die Zukunft wollen. Mhm. Und ich glaube, dass es eine viel, viel bessere Zukunft geben kann. Und ich stehe dazu, ich habe es bei vielen Menschen gemerkt und man muss einfach allen die Möglichkeit dazu geben. Und ich glaube, dass es viele suchen. Und viele, so wie der Papa vorher gesagt hat, merken, da passt was nicht. Mhm. Sie können aber nicht definieren, was. Und wenn man denen einmal zeigt, okay, was passt vielleicht nicht, dass man das beleuchtet, muss man ihnen natürlich auch zeigen, was gibt es als Alternative, weil ich will mich ja irgendwo festhalten. Ich kann nicht gegen ein System sprechen, was mich selber erhält und ernährt. Ich muss ihm zeigen, was gibt es als Alternative. Und wie komme ich dorthin? Nehmen wir ein klassisches Beispiel, ich habe irgendein Medikament und bin davon abhängig, dann kann ich nicht dagegen reden. Sehr, sehr blöd, sonst habe ich den ganzen Tag Schmerzen. Wenn ich dir jetzt aber sage, schau mal, da gehst du in den Garten, dann nimmst du die Brennnessel, den Löwenzahn oder was auch immer hat, und das wirkt genauso, dann hat er auf einmal eine Möglichkeit. Dann kann er sich daran festhalten. Und die muss ich ihm aber zeigen. Natürlich. Ja. Und ja, aber ich glaube, die Geschichte, warum ich mich mit all diesen Dingen auskenne, ist durch Papas Geschichte ein bisschen besser durchleuchtet worden. Mit einem gewissen massiven Wissensdrang meinerseits noch dazu, ja, der überall reinforscht und überall sich die Dinge einfach anschaut, viele andere Menschen kennenlernt, die sich damit beschäftigen. Du hast dich ja selber mit Klang und Frequenzen und Musik sehr viel beschäftigt, auch im gesundheitlichen Bereich. Oh ja. Ja, also du wirst ja auch, wie du selber weißt, einen Part auf der Homepage spielen, weil du auch selber übrigens Danke dafür gesagt hast, ich gebe das, was mir geholfen hat, gern anderen weiter. Natürlich. Ja. Das ist das, was das Leben lebenswert macht, in Wirklichkeit. Genau, und ich möchte einfach, es gibt so tolle Visionen der Zukunft und manche Menschen haben einfach keine. Und da kann ich ihnen einfach ein paar Visionen geben, wo sie sich vielleicht festhalten können. Und wo sie an sich selber stehen können. Da wird es viele, viele Kapitel dann noch geben, aber das wird Ewigkeiten, würden wir da jetzt dann noch weiterreden, wie man sich selber mit anderen umgeht. Der Papa hat ja selber viel angeschnitten, wo man sagt, über die Meditation und wie man andere Kulturen kennenlernt und wie man sich selber dann kennenlernt, wenn man mal in die Ruhe geht. Und ich habe halt das Glück gehabt, dass ich viel davon kennengelernt habe. Ja. Superschön. Und jeder sollte die Möglichkeit dazu haben. Und wenn einer sagt, ich will das nicht, dann ist es ja in Ordnung. Dann muss er das ja auch gar nicht. Ja? So wie ich einfach nicht rauchen muss zum Beispiel. Mhm. Ich möchte das frei entscheiden können. Und der darf das auch frei entscheiden. Aber für freie Entscheidung brauche ich wieder, wie gesagt, alle Parts und alle Möglichkeiten offen. Und wenn wir es wieder nur bei den Kindern nehmen, jetzt stell dir mal vor, wir haben auf einmal Kinder, die lernen so wie ich, von klein auf, hören immer, du kannst, du bist, du wirst. Und wissen dann vielleicht auch noch gesundheitlich, mich haut so schnell nichts um. Ich stelle mir das einfach so schön vor. Das ist eine schöne Vision. Da möchte ich einfach hinarbeiten damit. Ja.
Sehr schöne Vision, sehr schöner Traum. Genau, und damit es richtig groß wird, sind mir einfach gewisse Dinge wichtig. Also jeder Mensch, der sagt, er will das verteilen oder sonstiges, deswegen ist auch die Plattform gratis. Mhm. Das Einzige, wie sich es finanziert, ist, wenn jemand sagt, du, ich würde gern freiwillig etwas dazu geben, auch anonym. Schön. Es gibt dann beim Kontakt zum Beispiel einen Spendenknopf, da darf der draufklicken, aber damit ist kein Zwang. Es kann man niemand vorwerfen, ich habe ihn durch die Internetleitung gezwungen, dass er da jetzt was reingibt. Damit ist es freiwillig. Sehr schön. Und damit darf es dann auch wachsen. Und ich glaube, wenn es genug Menschen hilft, so wie ich es jetzt live auch schon gemacht habe mit vielen, dass es dann auch irgendwann einmal so finanziell stabil steht, dass ich es nicht mehr alles selber finanzieren muss, sondern dass sich das irgendwann mal selber hält und selber weiter wächst und dann weitere Menschen dort mithelfen und das dann immer weiter und weiter weitergeht. Ja. Sehr schön. Und ich hätte gern, dass das einfach jeder zumindest als Möglichkeit hat. Und wenn er es nur wie Bibliothek sieht, weil er sagt, okay, ja, das mit der Bildung, das taugt man, aber der ganze andere Kram bleibt zwar gestohlen damit, dann ist das okay, dann darf er sich das rausnehmen und den Rest einfach lassen, wie es ist. Das ist ja in Ordnung. Ja. Es geht ja nicht darum, da ist die ultimative Weisheit, akzeptiere nichts anderes mehr. Sondern da hast du die Möglichkeiten. Sehr mehr schön. Geht's nicht dazu. Sehr schön. Wie sieht dein Traum oder wie sieht euer Traum so in 3 Jahren, in 5 Jahren aus? Ja, mein Traum ist, dass ich einfach ungestört mehr in diese Richtung arbeiten kann, mehr experimentieren kann mit der Natur und vielleicht doch mehr Zeit für Kunst, für schöne Malerei, für diese alte Malerei, wie die alten Meister sie betrieben haben, umsetzen zu können, ja. Mein Traum in 3 oder 5 Jahren. Also das steht natürlich, ist groß. Also so, sagen wir jetzt einmal 2020, 2023, sagen wir, genau. 2025. Die Plattform steht, die ist groß, viele Menschen reden darüber. Viele Menschen tauschen sich auch schon aus darüber und sagen, hey, das hat mir geholfen, das hat mir, da bin ich weitergekommen. Viele, die auch Input liefern und das auch als Plattform sehen, weil sie sagen, ich habe was ganz Tolles, aber ich habe mir es nicht getraut, nach außen zu bringen, weil ich werde angefeindet oder ich kann nicht gut reden darüber, dass die das auch sagen, ja, da ist es. Und ich glaube, dass es noch so viel Tolles da draußen gibt, was nur niemand kennt, weil nicht darüber gesprochen wird. Und all dem möchte ich einfach eine Plattform bieten. Und alle, sehr die schön. Sagen, ich habe was Tolles, was ich der Menschheit gratis zur Verfügung stellen möchte, sind herzlich willkommen. Wenn der ein oder andere sagt, ja, aber das ist ein Produkt, dann darf er ja seinen Namen nennen und der darf ihn googeln und der darf dann auf seine Homepage gehen. Ja, das ist aber freiwillig. Und alles, was er freiwillig geben möchte, darf auf diese Plattform draufgeben. Es gibt so schön. Viele Menschen, du kennst es von dir selber, die geben gerne. Ja, und die möchte ich einfach zusammensammeln dabei und das wirklich groß machen. Und dass jeder die Möglichkeit hat, auf seinem eigenen Stück Land, weil es ist ja eigentlich auch ein Witz, dass man sagt, okay, wir leben in einer sogenannten Demokratie, wo man muss sich mal anschauen, wo das eigentlich herkommt, aber das ist wieder Menschheitsgeschichte, wo wir gläsern sein sollen, aber die nicht. Dann ist wieder die Frage, was ist da eigentlich die Demokratie? Oder wer sagt, jetzt muss ich mein Leben lang hackeln, damit ich einen Grundboden habe, wo ich gesund halbwegs für mich natürlich leben könnte? Und warum muss ich mein Leben lang dafür arbeiten? Wer hat diese Grundstücke, ich sage jetzt einmal, dem Staat oder der Kirche oder sonst jemanden verkauft? Ich glaube nicht, dass das Gott oder die Erde war. Glaube ich einfach nicht. Wenn wir auch beleuchten, wo manche Sachen wieder herkommen. Wird eventuell ein bisschen schwierig, ne? Wer die Erde verkauft hat oder vermessen hat. Genau, ja, aber jeder sollte doch die Möglichkeit haben. Und sagt, steh doch für dein Vaterland und steh doch für deinen Grund und Boden. Sag, ich habe keinen Grund und Boden, sagen dann manche. Ja. Jeder soll doch die Möglichkeit geben und der Platz ist da. Man darf sich das selber mal ausrechnen, was da möglich ist. Von wegen, wir sind überbevölkert und das geht sich alles nicht aus. Das ist genauso wie in der Schule, das geht sich nicht in dieser Zeit aus. Man muss sich einfach damit beschäftigen. Und auf einmal wird das Ganze sehr realistisch und das würde ich mir einfach wünschen für die Zukunft. Jeder hat die Möglichkeit, so zu leben, gesund und frei, sowohl im Denken als auch im Handeln, so wie er sich das vorstellt. Ja, das wäre der große Traum. Und ich weiß nicht, ob es in 3 Jahren so sein wird, ob es in 5 Jahren so sein wird, aber ich arbeite dafür. Wann auch immer. Genau. Sehr, sehr schöner Traum oder sehr, sehr schöne Träume. Ricardo, lieber Heinz, ich wünsche dir alles, alles Gute für die Umsetzung. Danke. Möge es wirklich super beginnen und super funktionieren. Ja, und ich freue mich, wenn ihr wieder mal Gast seid und wenn ich euch wieder mal interviewen darf. Danke für deine Zeit, Jürgen. Es war sehr, sehr schön, eine wundervolle, ich habe euch sehr, sehr gern zugehört. Ich hoffe, dass euch die Zuschauer und Zuhörer da genauso geht oder ging. Vielen herzlichen Dank dafür. Ja. Lebt euren Traum. Ich wünsche euch alles, alles Gute dafür. Danke. Toi, 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 ich werde das umsetzen.